Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gemeinde hier auf Twitch. Hi, Happy Yeti, schön, dass du da bist übrigens. Du findest die Mucke geil, das freut mich sehr. Hi, Captain, hi, Daniel, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe im Hintergrund dann schon ein nettes Bild, nämlich von meinem heutigen Ab heute, von meinem heutigen Stargast, möchte ich sagen. Ja? Hallo Hunting Lion, schön, dass du da bist. Hallo Bauer, hallo Stefan. Ja, ich habe heute mal wirklich tief in die Tasche gegriffen. Der Andi ist auch da. Hallo Basti, schön, dass du da bist. Der Sören, auch an dich herzlich willkommen heute in diesem Stream. Und ich habe mir heute ein Urgestein der Paintball-Szene eingeladen. Ich sage bewusst Paintball-Szene, denn das wird er dann von sich selber hoffentlich auch noch ein bisschen was verraten. Die meisten werden ihn nicht unbedingt als Paintball-Spieler kennen, sage ich mal, weil die Szene ist ja, naja, kurzlebig. Hallo Van B, schön, dass du da bist. Die meisten werden ihn als den, hätte ich gesagt, Patch-Hersteller. Hallo Ziege, schön, dass du da bist. Und der 0815 ist auch am Start. Also die meisten von euch werden ihn als den Patch-Hersteller kennen oder den Patch-Produzenten oder überhaupt denjenigen, der das Thema Patche überhaupt modern gemacht hat. Denn zu meiner früheren Zeit kann ich euch sagen, hat es Patche in dem Sinn eigentlich, ja, hat schon gegeben, aber hat kaum jemanden gejuckt, ja, und dann waren die alle nur so bestickt. Inzwischen, glaube ich, gehört ein guter Patch an jede Klamotte und wir haben beim SBG Hallo Nebel Diongong 86. Schön, dass du da bist. Gehört überall zum guten Ton. Die Teams tauschen die Dinge untereinander und wir verschenken sie auch. Und ja, in jedem Shop gibt es sie zu kaufen, die guten Teile. Und inzwischen gibt es ja auch schon diverse Hersteller, aber es gibt halt nur einen, ja, ich nenne es mal im deutschsprachigen Raum Urvater des Patches. Und das ist unser aller Onkel. Und deswegen möchte ich jetzt den Onkel für euch recht herzlich begrüßen. Gleich ist er da. So, und da ist er online. Da ist Hallo? Ja, ich weiß, du siehst es nicht so, ne? Weil du hast ja kein Twitch jetzt am Laufen, sondern also für euch im Hintergrund, der ist bei mir über Skype zugeschaltet. Also er hört quasi ja nur mein nettes Stimmchen. Aber das muss ihm für heute Abend reichen. Ein herzliches Willkommen an Michael Sönning, auch AK der Onkel. Schön, dass du Grüß bei euch mir alle. bist. Servus. Ja, schön, dass du bereit bist, dich heute da von mir ein bisschen ausfragen zu lassen. Ja, ich habe natürlich auch hier meine Freunde aus dem Chat, die sind, die siehst du nicht, aber die sind quasi bei mir hier zugeschaltet. Auch die sind immer herzlich eingeladen, Fragen an den Onkel zu stellen. Die könnt ihr jederzeit hier reinschmeißen in den Chat. Ich werde dann, soweit es irgendwie möglich ist und soweit ich dann das Gespräch nicht zu sehr unterbrechen muss, immer wieder mal den Onkel zwischendrin die Fragen aus der Crowd sozusagen ja, zustecken. Und ich bin mir sicher, so wie ich ihn kenne, und ich kenne ja schon ein paar Jährchen, ja, wird er auch alles gerne und umfassend beantworten. Soweit möglich, gerne ja. Lieber Onkel, dann möchte ich damit einsteigen, dass dich einfach, dass du mal ein bisschen für der eine oder andere wird dich vielleicht auch nicht kennen oder ja, Twitch ist ja doch ein relativ junges Publikum, ein relativ junges Portal. Wie bist du ursprünglich zum Paintball gekommen? Formulieren wir es mal so. Das ist eine sehr schöne Frage, auf die kann ich jetzt den restlichen Tag verschwenden. Nee, also ganz einfach eigentlich. Ich war 35 Jahre alt, da hat mir ein sehr guter Freund mal ein Paintball-Event geschenkt. Also ganz so, wie es wahrscheinlich schon vielen gegangen ist, dass sie einfach mal überlegt haben, sie wollen mal Gotcha spielen, wie sich das ja früher mal genannt hat. Und mein guter Freund Stefan Hein aus Aschaffenburg, der hat damals gesagt, das ist eine geile Sache, denn das machen wir. Also hat er mir das zum Geburtstag geschenkt, wir sind mit ein paar Freunden damals nach Weckring gefahren. Das war meine Oh, Frankreich. Genau.
zum Michael Amar nach Wettringen. Und Hat es den damals schon gegeben? den hat es in der Form schon, also noch nicht 100%ig gegeben. Damals zu der Zeit wurden noch Paintballfahrten organisiert. Da ist noch ein Bus gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Mensch hieß, der das gemacht hat. Ich glaube, Aber die wir fahren heute übrigens immer noch. Also nach Wettringen, das gibt es immer noch, das mit dem Busfahren. ja. Also ich kann jedenfalls sagen, wir waren damals in Wettringen sehr, sehr zufrieden. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Community, die damalige Community war großartig. Und das war dann für die ersten ein, zwei Jahre war das so unser Anlaufpunkt. Und da haben wir natürlich angefangen zu spielen mit Markierern, die heute fast keiner mehr kennt. Hier der Tippmann 98 und später die A5. Ich habe neulich mal irgendwo in Facebook mal mitgelesen, da haben sich Leute unterhalten, die wussten gar nicht, was der A5 ist. Ja, was ich nicht verstehen kann, weil also Tippmann 98 ist immer noch auf die Leihmarke immer noch die Standardausrüstung. Das wäre jetzt meine Frage an dich. Ja. Hast du damals mit Leihausrüstung gestartet oder habt ihr euch hier da gleich ausgerüstet? Also wir haben beim allerersten Mal tatsächlich eine Leihausrüstung genommen mit dem klassischen eben Ja, 98er-Set. klar. Also stinkige Maske, kein Tiefschutz und ein Schüttelhopper. Also richtig, Ja, ja, richtig geil damals. Und dann haben wir aber beim zweiten Mal haben wir uns dann, bis dahin hatten wir uns dann schon eingedeckt. Und man muss dazu sagen, damals, du, da war gar, wir hatten ja nichts. Da bist du ja, bei mir zum klar. Paintball gefahren. Da hast du dich 11 Monate, hast du dich ein Loch in Bobbes gefreut, bis es mal soweit war. Und dann wolltest du nie wieder heim. Und dann hast du 2 Wochen lang dumm gegrinst hinterher. Also, es war Na wunderschön. Logo, Das war noch ein Erlebnis, ne? das war ja noch eine Zeit, wo es einfach. Es hat ja kein Handy gegeben oder so. Ich weiß noch, wir, wenn wir uns zum Spielen, ich bin halt immer in die Tschechei gefahren, ne? Immer wenn wir uns zum Spielen verabredet haben oder so, wir haben uns halt 3 Wochen vorher verabredet, da war dann auch jeder da. Weil du hast nicht nur schnell 2 Stunden vorher hat einer angerufen, du kannst du nochmal schnell, ah, ich habe jetzt doch keine Zeit oder so. Also dieses ganze, diese Schnelllebigkeit hat es ja nicht gegeben, sondern da war das absolute Highlight. Und da war es auch egal, da waren ein paar Holzdeckungen, es hat gereicht. Ne? Heute muss ein Panzer oder ein Flugzeug am Spielfeld stehen. Ne? Hast du recht. Und als dann die Handys später aufkamen, dann war das trotzdem handyfreie Zone, weil in Wettringen hast du keinen Empfang gehabt. Hast du wahrscheinlich bis heute noch nicht. Ist mit dem Ballwinkel. Ach, war das herrlich. Ja, das ist bei uns übrigens total nervig, ne? Weil du weißt ja, wir haben den riesigen Funkmasten hinterm Haus. Also, dass du kein Handyempfang hast, das Argument kannst du nicht bringen am Battleground, ne? Nicht mehr, nee. Ich war, glaube ich, 2010 das erste Mal dort. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich damals schon ein Handy benutzt habe bei euch, aber jetzt, wo ich als Händler da bin, weiß ich es zu schätzen, dass man Infrastruktur hat und dass man es benutzen kann, wenn man halt auch geschäftlich mal was machen muss auf die Ja. Schnelle. Der Biergus schreibt gerade, der Herr Stöning ist einer der gefährlichsten A5-Benutzer auf dem Feld. Ja, Liebe ihn auch sehr. du, ich mag ihn auch. Vor allem, er ist ja mein Synchronsprecher. Ist das schon mal aufgefallen? Also bei meinen Videos oder so, ne? Ganz oft hörst du dann den Biergus als quasi, ja, als die Stimme aus dem Hintergrund. Ich mache das nämlich nicht selber, weil meine Stimme, das ist komisch pseudo-bayerisch und so, das ist halt nicht erotisch genug. Deswegen benutzt man da immer den Biergus. Einen schönen Dank übrigens an dieser Stelle, Ja, dass du also das der machst. hat wirklich, der Birgus hat mit die geilste Stimme auf diesem Planeten. Das lasse ich ihm auch. Ja, ich finde auch, selbst als Kerl, also ich finde auch, dass das gar nicht, also, ne, politisch unkorrekt ist, wenn man sagt, ne, also mit der Stimme. Kannst du Ja. punkten, hätte Du, jetzt gesagt. dafür haben zwei die schöneren Platten. Also von daher, jeder hat. Ja, ich habe übrigens, das siehst du ja nicht, ich habe eine Cappy aufgesetzt, extra, ne? Mit Battleground-Werbung drauf. Okay, dann muss Ja. ich mich auch schmücken. Ja. Siehst du auch was an? Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, dann schaust du noch viel besser aus so. Gell? Nur den Bart so bist du Naja, so. jetzt hast du ein bisschen was von, also, Star Wars? ja, Star Wars, genau. Gell? Gell? Sagt mein Sohn auch immer. Ich Oder bin von die der böse Hexe dunklen oder so. Seite. Weg damit jetzt. So. Spannend. So, ich bin dein Vater. Ja, genau. Ganz Also, das jawohl. läuft. Ja, apropos, eine schöne Grüße vom Team Nobody. Die An Nobodies, die den Noobs. Onkel. Ja, genau. Siehst du mal, was Ja. die da für Leute da reinspinnt, ne? Ja, den habe ich auch Patches gemacht, da erinnere ich mich, ja. Ja, ich glaube, du hast schon so viele Patches gemacht. Gut. Ja, also, da hast du dann im Wettring hast das Paintball-Spielen angefangen. Richtig, ja. Und Und da bist dann weitergegangen mit dir.
Das ging relativ schnell, dass wir aus dieser kleinen Gruppe von Leuten mehr wurden, mehr Spieler und tolle Leute kennengelernt haben aus ganz Europa, kannst du sagen. Und aus dem einigen wurden dann wirklich Stammspieler. Und dann haben wir uns eines Morgens, haben wir uns, weil wir ja damals auch schon relativ alt waren eigentlich für Paintball-Spieler, die meisten haben so mit 20 angefangen etwa, und mir war ja dann schon Mitte 30 Ich und wollte gerade irgendwann. sagen, ihr wart ja schon damals, genau. Also Ja, da Mitte habe ich mir mal 30. irgendwann, erinnere ich mich, wurde ich wach und uns haben alle Knochen wehgetan nach dem ersten Spiel. Da Da haben wir lagen kenne auf den Feldbetten und da hat einer von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat gesagt: Mensch, eigentlich, wir kommen uns vor wie Silberrücken. Und daraus wurde dann der Teamname, die Silberrücken. Ja. Und das war dann auch so ein bisschen prägend, weil in dem Moment, wo du einen Namen hast hast du ein Zugehörigkeitsempfinden. Und wir haben uns einfach so immer aufeinander gefreut. Und damals gab es noch keine Patches und Banner und Geschiss. Nö. Aber was es halt schon gab, war Tippmann. Und Tippmann hat auch immer sehr, sehr gerne, gerade bei Wegkriegveranstaltungen, haben die solche kleinen Wettbewerbe gestartet. So, die haben ja dann die TPX irgendwann auf den Markt gebracht, also diese Pistole als erste. Und dann ging das bisschen weiter. Die wollten die promoten und dann haben die so Shootouts gemacht, also Wettbewerbe, wie du es ja kennst auch. Und bei einem dieser Wettbewerbe, da haben wir uns einfach mal mit angestellt und sind drangekommen und haben den gewonnen. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, alles Silberrücken. Und da wurden die Jungs von Tippmann auf uns aufmerksam. Der Brent, Der Cunningham, oder? der Cunningham Genau. aus Amerika Und und wahrscheinlich der Ding aus England, der sagt der was. kleine Dicke, ja. Ja, genau. So, wie heißt der Name jetzt? Ah, der Paul, natürlich. Der Paul Banks. Genau. Der Paul Banks. Und dann auch seinerzeit war der Irving noch dabei bei Tippmann. Der Irwin war damals bei Tippmann Richtig, noch. richtig. Naja, nein, bei mir war immer der Banks eigentlich, ne? So. Ja, also auf jeden Fall dieses Trio, wir haben uns unheimlich schnell gefunden eigentlich. Nachdem wir das Ding gewonnen hatten, war ich so frech und habe einfach mal gesagt, habt ihr eigentlich schon irgendwie ein Tippmann-Team für Deutschland? Und ja, durch diesen Blödsinn im Endeffekt kam es dann nach kurzer Zeit dazu, dass wir uns offiziell beworben haben und die gesagt haben, wir hatten bisher noch keine Truppe, die adäquat war, um uns zu repräsentieren, haben uns erklärt, welche Aufgaben damit verbunden sind. Und dann haben wir tatsächlich offiziell sozusagen den Ritterschlag von Tippmann bekommen und waren dann für etliche Jahre das deutsche offizielle Tippmann-Team. Sind halt auf, ich glaube, ich bin durch 8 Länder getourt und habe da Tippmann ein bisschen die Flagge hochgehalten und habe meinen Markierer verliehen und habe erklärt, wie was geht und so Geschichten halt, ne? Das war eine geile Phase. Gibt es Also das muss man eigentlich heute? Ein Tippmann Factory Team gibt es eigentlich gar nicht mehr, ne? sagen. Nicht, also ich glaube, wir waren das einzige deutsche Tippmann-Team ever. Ja, also ich wüsste auch kein anders, weil ich gerade überlege, aber ein Nachfolger von euch wüsste nicht. Und ich behaupte jetzt einfach mal von mir, ich wüsste es, wenn es eins gäbe. Ich kannte die, zum Beispiel, ich Also. kannte die Mexikaner, ich kannte die Franzosen, ich kannte die Engländer. Die hatten überall die Teams, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch solche Teams Also gibt, ich weil. glaube, dass seit der Übernahme dann von GI hat sich das alles, wie soll ich sagen, in den Äther verblasen. So, Ja, ne? nichts ist fix. Das ist ja das in der Zeit. Ja, 2, 3 Jahre genau. ist irgendwas top und 2, 3 Jahre später ist es schon wieder vollkommen vergessen. Ja. Tja, was der inzwischen da an Gästen reingeschneit hat, der Christian ist auch da, der Brave ist auch am Start. Geil. Sie an, Grüße. sie an. Grüße vom Onkel. Ja, nur für euch zur Erklärung, ja, der Onkel ist jetzt nicht so der Twitch-Typ, ja, sondern der ist jetzt praktisch mir zuliebe als Gast hier. Deswegen, der hat jetzt die Twitch-Oberfläche nicht. Deswegen, zum einen sieht er mich nicht, also er spricht quasi nur mit einer Stimme aus dem Hintergrund. Und zum anderen sieht er natürlich euren Chat nicht. Also muss ich ein bisschen da rein moderieren, ne? Weil er selber, wie gesagt, kann es jetzt nicht so sehen. Weil ich noch eine Frage gesehen habe zu unserem Merchandising-Shop, der ist noch nicht fertig bestückt. Ja? Also der Merchandising-Shop soll aber im Juni noch fertig sein und dann soweit an Start gehen. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Und der Cerberus auch. Ja. So, der Cerberus ist ja der Bot. Ja, gut, du warst also, was ich dich eigentlich einmal irgendwann mal fragen wollte, was hast du eigentlich mal gemacht? Bevor du das alles gemacht hast. Ja, also in den ersten 20 Jahren meines Berufslebens war ich in verschiedenen börsennotierten Großkonzernen unterwegs. Also beispielsweise bei Nintendo, Okay. bei Sony, bei Honeywell. Das waren Danke so. für den Follow übrigens, Birgus. Ja, cool. Und was hast du da gemacht? Oder? Ja, da.
Da war ich so ein bisschen im mittleren Management Mhm. angeordnet, habe also verschiedene Teams gehabt in EMEA, das ist also Europa, Mittlerer Osten, Afrika. Da hatte ich so Gruppen, die ich gemanagt habe. Da ging es also hauptsächlich ging es da so ein bisschen im Finanzbereich darum, die Kohle reinzuholen. Also Okay. ich war so das Firmeninkasso und habe Oh. gleichzeitig die Kreditwürdigkeit der Kunden geprüft. Und habe halt Teams gehabt, die ich quasi aus der Ferne, teilweise habe ich die Leute einmal im Jahr nur gesehen, wenn ich hingeflogen bin, die habe ich halt geleitet. Und das habe ich, wie gesagt, im Laufe dieser 20 Jahre in verschiedenen Firmen gemacht, in verschiedenster Ausprägung. Hatte Okay. natürlich auch sehr viel Kontakt, eben gerade in Vertriebsorganisationen, weil das muss Hand in Hand gehen, ne? Wie sag mal, du kannst nur die Kohle einsammeln, wenn der Vertrieb gut verkauft hat, und umgekehrt, der Vertrieb muss verkaufen und darf nicht nur die Ware verteilen, sondern muss auch schauen, wem er sie gibt und so Auch weiter. klar. Das Ja, war. aber ich sag mal, wenn es um Geld geht, ist das dann schon immer ein bisschen so ein tougher Job an, ne? Weil da hört dann die Freundschaft da immer schnell auf. Sag Das ich mal. mussten wir wegstecken können, dass wir jetzt nicht die beliebtesten waren, auch wenn ich mal zu jemandem gekommen bin. Und da ging es auch mal um Millionen oder bei Verhandlungen mit Großen der Branche. Also ich sage jetzt mal zum Thema Nintendo, wenn da die sogenannte braune Ware, also im Gegensatz zur weißen Ware, Ja, was ist ja klar, also das ganze Fake-Zeug und so, ne? ja, da hat man also von brauner Ware gesprochen, das heißt Unterhaltungselektronik, wenn man da mit den großen Mediamarkt oder Interfunk oder was es früher alles so gab, was teilweise auch schon wieder platt ist. Interfunk, das gibt's schon so lange Deswegen nur. erwähne ich Ja. es. Also, da hast du dann halt auch verhandelt, ne? Und da warst du halt der Bad Guy. Ja, Ganz gut. normal, ne? Der Vertrieb hat, das waren die Netten und ich war halt der böse Onkel. Aber Onkel war ich schon immer. Ja, kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, ne? Weil ich kenne ja nur den netten Onkel. Aber du so im schwarzen Anzug, vielleicht so mit Sonnenbrille und ne, so Sakko, angedeutete Knarre unter dem Ding und sagen so: So, Freund, wie machen wir es mit dem Geld? Ne? Ich gebe dir noch 10 Tage, dann komme ich Das. wieder oder so. Ne? Also kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Ich habe eine Frage vom Christian Ritsch hier: Gibt es dieses Jahr wieder einen neuen Corona-Patch? Der letzte war schon genial. Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mir mit dem Thema Corona natürlich auch meine Gedanken gemacht. Es ist jetzt von mir aus, nachdem ich muss gerade mal in Gedanken nachzählen, ich glaube drei oder vier verschiedene gemacht habe, bin ich der Meinung, dass dieses Drecksvirus nicht noch viel mehr Ja. Aufmerksamkeit braucht. Wer sich noch dieses Jahr einen holen möchte, der kann gern beim SBG reinschauen oder bei uns im Online-Shop. Die Auswahl ist da. Ich weiß auch gar nicht, ob der Christian alle kennt, die wir haben. Aber ich möchte eigentlich, und ich hoffe, dass es wirklich auch bald soweit ist, dieses Drecksvirus und alles, was damit zusammenhängt, langsam vergessen. Ja, ich möchte Ja. es auch vergessen. Ich habe das Wochenende wieder eine totale Aha-Erfahrung gemacht. Ich habe am Donnerstag oder so habe ich ein Schreiben gekriegt von der Gemeinde in Brotzeck, dass sie jetzt praktisch keinen Corona-Test mehr brauchen, wenn du praktisch über die Grenze fährst nach Brotzeck. Alles gut. Ich denke mal, wunderbar, poste das. Na, also bei Rückreise brauchst du nichts mehr. Na? Also Polen ist von der Risikoliste unten, alles frei, passt. So. Dann kommt am Sonntag, oder nein, haben wir Sonntag, oder gestern, kommt dann irgendwie bei Polen Insider oder so, kommt dann online, dass jetzt die Polen das verlängert haben und bei der Einreise bis zum 25. wollen sie jetzt trotzdem wieder einen Corona-Test. Es ist zwar wurscht, es konnte jetzt inzwischen ein Schnelltest sein oder sonst irgendwas, völlig egal, aber 2 Tage vorher schreibst du mir, ich brauch's kaum mehr, 2 Tage später heißt es wieder, du brauchst wieder einen. Na, schau mal, was nächste Woche kommt. Ja, genau. Also das ist so, ne, da kannst du jeden Tag hast du irgend so ein Überraschungspäckchen am Start. Ja? Also ich hoffe jetzt einfach mal mit der ganzen Impferei und so, dass das Thema jetzt irgendwann mal vom Tisch ist. Aber solange da Leute dran verdienen, wird es ja immer noch, wird die Sau weiter durchs Dorf getrieben. Also. Christian, für dich zur Info, Corona-Patch, ja, gibt es beim Onkel im Shop. Wer den Shop übrigens nicht kennt, www.patch-werk.com. Dort wird dir geholfen, ja. Unglaublich. Wir haben das übrigens jetzt, der Andi hat es jetzt gerade eingeblendet bei uns, also auch hier zum Nachlesen, dass er nochmal sieht, ne, wo es denn die leckeren Patche vom Onkel gibt. Aber neues Design gibt es jetzt nicht mehr, weil vier sind eh schon 4 Wellen. Ja, wir haben jetzt die dritte Welle, also für die vierte Welle hättest du eigentlich schon ein Patch, so ungefähr. Ich mache lieber schöne neue andere. Ja, genau. Lieber nach Corona-Patches. Ja, ich habe wieder ein paar. Schöne Sachen dabei. Ja, da Teilweise komme ich dann schon sowieso gebaut. noch drauf. Da komme ich dann schon noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Was ich gerne noch erzählen möchte zum Ja? Fußballspielen.
Und weil der Chris sich auch eingewählt hat, wir haben ja auch eine lange Vergangenheit miteinander. Der ist auch schon oft und immer gerne nach Weckring gekommen und wir haben teilweise da auch Spiele konzipiert miteinander, also ganze Szenarien. Da waren die Weckring teilweise ganz aufgeschlossen dafür. Und wir hatten sogar mal eine Paintball-Schule, denn als wir, Habe ich gesehen, das habe ich gesehen. ja, das kam aus dieser Zeit, wo wir halt in vielen Ländern unterwegs waren und sehr viel mit internationalen Gruppen gespielt haben und festgestellt haben, wie gut die organisiert waren und wie toll die abgesprochen gespielt haben. Und gerade auch der Irving und seine Holländer, die waren Weltklasse. Ja? Da hast du immer nur gedacht, die spielen doch auch noch mit Paint, das gibt's doch gar nicht. Und da haben wir uns halt überlegt, was können wir tun? Und da haben wir eine kleine Paintball-Akademie mal für eine gewisse Zeit ins Leben gerufen mit ein paar Leuten, die also militärischen Background haben, die uns einfach ein paar, ich sag mal, rudimentäre, aber sehr elementare Dinge beigebracht haben zum besseren Zusammenspiel und der Koordination, was wir dann auch in den Folgejahren sehr, sehr schön auch wirklich in der Praxis umsetzen konnten. Und diese kleine, die nannten wir die GSG-Akademie, die Genau. Scenario Group Akademie. Viele von den Leuten, die jetzt MacFed spielen, die haben damals angefangen und waren dort und haben das dann auch in ihre Gruppen getragen und natürlich weiterentwickelt, ne, oder angepasst an die jeweiligen Teams. Also es ist schön, wenn ich daran denke, dass das vor ja, mittlerweile 6, 7 Jahren mal ja, so eine kleine Initialzündung war auch. Ja, wir machen das ja immer noch mit diesem Basic-MacFed-Kurs und so. Allerdings muss man auch dazu sagen, es war immer bloß ein sehr, sehr kleiner Kreis, der sowas gemacht hat. Weil der Paintball-Spieler an sich, ja, Achtung, Kritik oder kritischer Beitrag unterschreibt, ist ja vom generell mal der Meinung, ja, dass er ja quasi zum einen hat er YouTube-Videos gesehen und zum anderen ist er schon Tier-1-Operator. Ja. Und dementsprechend ist natürlich das nicht ganz so einfach, ja, sich einzugestehen, dass man sich vielleicht noch was sagen lassen könnte. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also die Erfahrung habe dann ich immer, was ich schon Diskussionen geführt habe, ja, du, das ist eigentlich ganz okay, aber ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen, da haben die das anders gemacht. Ja, ne, haben die das anders. Ja, klar, es gibt ungefähr 20.000 Lösungen. Für euch da draußen einen Tipp. Ja, aus der Praxis. Es ist völlig wurscht, welchen Weg das du wählst. Das Entscheidende ist, dass die Gruppe den gleichen Weg wählt. Wenn du quasi zusammen an einem Strang ziehst, wirst du immer besser sein als wir die anderen 10 Tier-1-Operator, wo jeder sein Süppchen kocht. Kannst du das so bestätigen, Onkel? Ich gebe dazu nur noch ein Stichwort: Aufgabentreue. Ja, Aufgabentreue, genau, ist schon so. Ja, wenn alle ein gemeinsames Ziel haben und alle das Gleiche machen, also sprich dieselbe Art, wie man vorgeht, wie man miteinander kommuniziert, etc., dann ist eigentlich ist schon die halbe Miete. Da hast du recht, ja. Das heißt, das ist dann auch Teamspielen. Ja, genau. Das finde ich, macht ja dann den Teamsport aus. Und gerade die ganze Teamangelegenheit ist etwas, was in der jetzigen Zeit, finde ich, immer mehr verloren geht. Die Ja. Auch durch. Hüpfburg-Spieler, die, also ich meine das jetzt nicht abfällig, aber Nö, überhaupt nicht. Sub-Air-Spieler. die Sub-Air-Spieler, die, das sind ja, also für mein Dafürhalten sind das ja die, ich sag mal, die den Sport auch wirklich als Sport begreifen. Und die haben natürlich auch Training. Und ich meine, das machen andere mittlerweile auch, dass sie trainieren Klar. gehen. Aber die Sub-Air-Spieler, die kennen da auch das eine oder andere Ligateam. Einer von unseren Silberrücken hat auch jetzt ein erstes Bundesliga-Team trainiert inzwischen. Bombig. Da guckst du nur zu, sagst, okay, ich dachte, ich könnte Paintball spielen, aber was die da machen, das ist Athletik. Ja, das ist Ey, unfassbar. das Lucky ist auch online. Heute treibst du da ganz ungewöhnliche Leute rein, also die ich jetzt da bei Twitch so gar nicht mehr gesehen habe. Ne? Da Einzige siehst du Antwort, mal. das ist Wahnsinn. Ja. Also ich habe mich übrigens mit der Plattform auch erst einmal beschäftigen müssen. Ich habe da überhaupt noch keine Ahnung gehabt. Ne? Also, ja, Farbensturm Berlin, man ist nur so schwach wie das schwächste Glied in der Kette und da ist schon was dran. Ja? Also, wenn du als Gemeinschaft da durchziehst, dann bist du immer besser als wir. Selbst wenn du 10 Leute hast, die wirklich top sind, wo jeder wirklich weiß, was er macht. Aber wenn die, das ist doch beim Fußball auch so. Ne? Du kannst dir eine Mannschaft kaufen mit 20 Stars und trotzdem verlieren die gegen ein gut zusammengespieltes Team, wo vielleicht der Einzelne gar nicht so super stark ist. Aber wenn halt sozusagen die Chemie passt, dann bist du eigentlich relativ weit vorne.
Und wenn du dann halt auch wirklich gerade bei so großen Spielfeldern, wie es jetzt in deinem Feld oder für dich so wichtig ist, dass da eben sich viele Leute bewegen, große Felder, weitläufig, große Areale, viele Missionen, Untermissionen, dann ist natürlich auch früher oder später das Thema Funken sehr, sehr interessant. Ja, klar. Und wie das geht, das musst du lernen mit Funkreisen und Genau. Funkdisziplin. Ja, und wenn du das gut beherrschst, dann hast du schon die halbe Miete. Also meine Erfahrung ist, die Funkerei, das funktioniert immer so lang, bis kein Druck da ist. Also, ne, im Vorfeld, also ich höre ja, ne, als Orga höre ja ganz oft da mit und so, weil es ja interessant ist. So im Vorfeld, gerade so bei der Annäherung und so, da funktioniert das immer noch ganz gut. Ne? Aber geht dann richtig das Game los, ne? Dann wird es dann richtig heiß. Ja? Da merkst du ganz schnell, ob die eine gewisse Funkdisziplin halten können oder ob es dann einfach nur noch drunter und drüber geht. Ja, Ja? und ob es richtig eingestellt ist, dass man sich überhaupt noch hört in dem ganzen Tumult, Genau. ach und so weiter. Also ja, wie gesagt, ich hab da ganz tolle und teilweise auch sehr, sehr erschreckende Erfahrungen gemacht. Na ja, klar. Das ist ein wunderschöner Erinnerungsschatz, den ich mit mir rumtrage. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mit Paintball-Spielen eigentlich aufgehört, ohne dass ich es bewusst getan habe. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Schlussstrich oder so. Ich war letztes Jahr im Herbst, war ich noch mal ein bisschen spielen, aber ich habe halt für mich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, nachdem ich da jetzt doch auch einige Jahre unterwegs war und wie gesagt viel gesehen habe und auf jeden geschossen habe und jeder hat auf mich geschossen. Du hast Da auf jeden geschossen, oioioi. Du hast jeden markiert. jeden Quasi. markiert. Also gefühlt, ne? Und da bist du, irgendwann hast du so das Gefühl, ja, Danke vom Follow. was mache ich denn als nächstes? Und das Leben ist zu kurz, um die komplette Freizeit, die einem bleibt, immer nur in eins zu stecken. Und Na klar ich nicht. habe halt, ne, ich hab halt auch ein paar andere Interessen und so Ja, weiter. grillen zum Beispiel. Grillen und essen und trinken und Familie, ganz viel Ja, Familie. klar. Und so ein paar andere Dinge. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als die Corona-Krise dann uns alle in die Pandemie getrieben, also in die Isolation quasi, in die Ja, Selbstaufnahme getrieben hat, habe ich mich an alte Hobbys erinnert, an alte Dinge und habe mir mal so einen schönen Boxdummy mir mal danke wieder beim Feuer. Was hast du? Boxdummy, so der nennt sich Boxdummy. Ach, jetzt hat so eine Boxfigur, ne? Genau. ja, so ein ganzer, so ein Torso, ne, Ja, so. genau. Wo du halt dann damit trainieren kannst. Und da habe ich jetzt mal wieder mich, das, ich war als, wie die meisten wahrscheinlich als Teenager, irgendwann bist du mal in einem Kampfsportverein gewesen oder so. Und da habe ich mich dann während dieser Zeit irgendwie, habe ich gedacht, komm, das machst du wieder. Ne? Bevor du irgendjemanden haust, die können ja nichts dafür. Also gehst du Haus deiner Gummipuppen. und jetzt dreimal die Woche verhaue ich diesen Kerl für eine Dreiviertelstunde Ja, ist doch und danach mega. kann ich direkt in Twitch gehen und mir merken es Ja. kann. Das ist wunderschön. Aber es ist ja wirklich anstrengend. Ja, sehr. Aber Also es macht Spaß. unterschätzt man total, ne? Das Also. stimmt. Also eine halbe Stunde, Ja. Dreiviertelstunde, da bist du tot Ich eigentlich. mache das Also, ja auch und das merkst du schon. Also bist du ja bedient, ne? ja, Ich aber es macht Spaß. muss jetzt sagen, ich habe ja Corona gehabt. Also der eine oder andere weiß es ja. Also letztes Jahr im November. Und zwar nicht, also leider nicht so banal, sondern ich bin wirklich 4 Wochen komplett ausgefallen. Ich habe da Gedächtnisstörungen gehabt, ich habe nichts mehr geschmeckt, ich habe nichts mehr gerochen. Also es war nicht schön, muss ich wirklich so sagen. Ich oute mich jetzt einfach mal als jemand, der das wirklich gehabt hat. Also ich kann zumindest garantieren, dass es das wirklich gibt. ich habe Monate gebraucht, um wieder einigermaßen fit zu werden. Also ich habe dann im Winter irgendwann einmal im Januar, Februar dann mit so einem Spinning-Bikes Radeln angefangen und ich bin am Anfang nach 15 Minuten wirklich runtergefallen, da war mir übel, da war ich fast kotzen gegangen. Ne? Und ich war vorher echt fit. Also es hat wirklich lang gedauert, dass ich da wieder fit war. Ich meine, das ist jetzt nichts, was vielleicht rechtfertigt, dass man die ganze Welt einsperrt, aber ja, schön war es nicht. Aber gut, dass du wieder da bist. Ja, genau. Also, es war nicht so schön. Ach, der Paddy von der Poseidon sagt einen schönen Gruß an den Onkel. Ne? Und Also, zurück. und zurück, genau. Ja, lieber Onkel, wir waren stehen geblieben bei, du hast Paintball gespielt. Du warst dann zeitlang im Tippmann Germany House Team oder Factory Team, nennt man das so, ne? Ja, Factory Team. so kann man es nennen. Genau, und wie ist dann weitergegangen mit dir? Ja, also dann, es gab zu der Zeit einen Anbieter von Paintball-Events, den gibt es inzwischen nicht mehr. Der hat ein paar Jahre eine wirkliche Prime-Time, also er hat wahnsinnig geile Events angeboten. Wir sind zum Beispiel nach Wales geflogen und teilweise geschwommen. Also einen So. internationalen Anbieter.
Ja, international. Also Okay, der kam cool. aus Wales, der Tim Barnett mit der Firma Shoreline. Die Älteren erinnern sich noch. Ja, den gibt es aber immer noch. Ja, aber der macht andere Ja, der Dinge. macht ja nicht mehr früher. Aber der Tim, den, also ja, aber ich kenne ihn gut. Also. Ja, also der, ne, und da habe ich halt auch verschiedene Celebrities kennengelernt und spannende Leute, die es auch heute teilweise noch gibt. Was weiß ich, da Greg Hastings zum Beispiel. Ja, Great Hastings übrigens auch zu Besuch beim SBG, ne, im Sehr September. geil, da freue ich mich. Der Lars Ja. hat damals, also hat mich mit ihm bekannt gemacht vor 10 Jahren circa, und das Ich war mit vergesse ich dem nicht. schon fischen, das ist echt nett. Der ist cool, Ja, der ist ja, und wie gesagt, der Reaper oder hier der Kollege, gibt es hier, der immer im Hawaii-Hemd rumrennt aus USA. Dann ach, der Alabaster Slim. der Alabaster Slim und Ja. hier der Hedgehog, ja. Ja. So diese Jungs vor allen Dingen. Und dann, gut, den Wolf kenne ich, aber nicht den Kanadier, ne? Ja, also Den kenne ich der aber nicht Wolf, ne, persönlich. der ist ein bisschen seltsam, ne? Weil das sieht, der postet, entweder er postet irgendwas mit Paintball oder er postet irgendwie nackte Weiber. Das ist schon Ja. mal aufgefallen, die ganze Zeit. Der postet Echt? immer irgendwelche. Ja, ohne Scheiß. Wow. Ja, letztes Mal haben wir gedacht, haben sie vielleicht sein Profil gehackt oder so, ne? Weil Ja, da war der wieder so, weißt du, im leichten Bikini oder so, denke ich hat mal. immer Ne? sein. Dabei postet er die ganze Zeit so Mädels und so. Der Immer Sack. auf Ne? Big Butts, ne? Ja, der genau, ohne Scheiß. Genau das macht er. Ja, Ah, den da kenne ich nicht. nee, aber ein ganz lustiger Typ. Also klar, ich kenne ihn natürlich auch alle, die Leute. Und es ist halt wirklich, natürlich, du musst, um das zu machen, ein bisschen ein Selbstdarsteller sein, weil ansonsten kannst du es nicht machen. Aber alles total nette Leute. Also auch der Hedgehog oder so, ne? Also das sind wirklich total nette Jungs. Wenn du mit denen mal ordentlich gesoffen hast, und dann kennst du sie anschließend auch besser. Ja, Und das ja. ist wirklich schön. Also diese Leute gekannt oder kennengelernt zu haben, ab und zu sieht man sie noch. Aber ich bin halt, wie gesagt, jetzt mehr so ja, beruflich halt unterwegs auf den Events und bin froh, wenn ich meinen ältesten Sohn, der jetzt bald 18 wird, dann hoffentlich auch öfters mal mitnehmen kann. Hat Ja, zu Opa von mir kannst du das schon mitnehmen, also überhaupt kein Problem. ja, das mal gucken, ob er Urlaub kriegt. Der hat jetzt angefangen bei Mercedes seine Ausbildung zum Automechatroniker, und da muss er mit seinem Jahresurlaub sehr wirtschaften. Aber grundsätzlich, klar, hat er Bock, Immer ne? Und herzlich willkommen, ne? das werde ich mal ausrichten. Vielleicht guckt er sogar mit. Ich habe ihm gesagt, Papa ist online heute. Da habe ich irgendwie Nachricht. Schwertbruderorden in Sefor war legendär. Oh Mann, ja, wer hat sich denn da erinnert? Kaliber Stefan. Oh ja, du, da sagt er was. Das war eins von diesen Shoreline-Events. Das war. Aha, du warst der Fraktionsführer, habe ich gerade gesehen. Ja, da Genau, war ich. erzähl selber, was waren da? Wie war es da? Das war wie die Völkerschlacht. Das war fassbar. Es war infernalisch. Das war also wirklich kurz vor Kriegsausbruch. Irre. Wir waren in Nationen aufgeteilt. Und es gab die Deutschen. Das waren die Bösen, oder? Nee, eigentlich gab es keine Bösen. Gut, Okay. wir Die waren Deutschen waren irgendwie immer waren die nicht im Bösen. internationalen Contest, waren die Deutschen waren Wollte immer gerade sagen. gerne ein bisschen, ne, der Buhmann. Aber das war ein Riesenevent von Shoreline. Das Aha. hat stattgefunden am 4Paint. Vielleicht kennt Okay. das Ja, einige. 4Paint ist mega. Gibt's Ja, nicht mehr, irre. ne? Irre. Weiß jetzt zwar, Nee, ich hoffe, gibt's leider auch nicht mehr, ist schon zu. also jedenfalls hatten wir das im Sommer, und dieses Event war eines von einer Serie. Der hat also im Prinzip hat der Tim von Shoreline mit der Susi zusammen, die haben eine Serie aufgelegt von Schlachten an verschiedenen Orten, und die folgten alle so ein bisschen diesem Kreuzritter-Thema. Ja, Und da haben wir halt entsprechend, habe ich die Patches entworfen für die verschiedenen Teams zusammen mit einem sehr, sehr netten Engländer seinerzeit. Um es kurz zu machen, diese Teams, Holländer, Franzosen, Deutsche, Engländer, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wir haben alle irgendwo gegeneinander, und manchmal wurden wir auch zusammengruppiert in jeweiligen Konstellationen gespielt. Das ging den ganzen Tag. Wir waren so wahnsinnig durch am Schluss. Und dann war das Geile, durften die Teams nachts eigenes Spiel machen. Also wir Deutschen haben zum Beispiel das Nachtspiel, das Okay. große Spiel, haben wir konzeptionell und auch von der Ausführung her, auch mit Marshalling und so weiter, haben wir das ganze Ding da machen dürfen. Und es war eins der wirklich geilsten Dinge. Das konnte eigentlich nur noch getoppt werden. Ja, fast konnte es gar nicht mehr getoppt werden. Ich erinnere mich noch an Kroatien, da war ich ein paar Jahre später. Das war auch super. Also mit Bootanlandung und so Scherze, Ja, ne?
dass hier auch mit Alabaster Slim und mit André Faria aus Portugal und wer da Ach, alles so der mitspielt. André, der war da dabei. Na klar, das war irre. Wie gesagt, das war so die Szene. Das, ne, das sind heute Leute, die kennst du entweder oder gar nicht mehr, aber das war Ja, halt. aber der André, also der war bei mir auch schon öfters, ne? Also. Ja, der hat ja mit Links, der hat ja so eine kleine Ja, Firma genau, der links. hat eine kleine Firma gemacht, der macht so 3D-Design-Zeug. Also wirklich, aber super Typ. Ich mag den total. Der hat ja dann eine Zeit lang für das Grip-Magazin geschrieben. Der hat mich da mal interviewt gehabt für so ein Paintball-Magazin und so, war echt ganz cool. Ja. Ja, richtig, richtig. Also das war so meine Zeit. Dann habe ich noch ein sehr interessantes Team kennenlernen dürfen. Die nannten sich Team Smile. Das war ein sehr, sehr netter Ja. Verein. Ihn gibt es leider nicht mehr. Der ist Nee, leider also verstorben. ganz schwieriges Thema, ne? Sei Ex-Frau war ja mit ihrer Band beim letzten SBG bei uns Samstag, Genau. hat da einen Gig gehabt, war schwierig für mich, ne? Also ja, also ich habe ihn sehr gern gemacht und wir haben echt ein gutes Verhältnis gehabt und also das war das, und das ist ja dann so schnell gegangen, also Ja, das muss man boah, bei der Gelegenheit, auch bei all dem Spaß, den wir haben. ja. Ja, ich sehe immer mal wieder in Facebook einen Nachruf auf jemanden oder ich sehe mal Ja, eine ist Erinnerung, die so. hochpoppt, ne, dass der und der gestorben ist. Es gab auch mal einen, den nannten sie, ich glaube, den nannten sie Red Face. Das war Ja. ein kleiner Engländer, der war leider körperlich gehandicapt, aber sprühte vor Witz und Lebensfreude und Red Boy, glaube ich, nannten sie ihn. Und war ein super Typ und auch bumm, weg von heute auf Ja, morgen. Aber das. muss man mal Ja, und gucken. je älter das man werden, desto mehr so Einschläge gibt es natürlich. Sag klar. Das Ja. stimmt, das stimmt. Also ich habe so eine Handvoll Leute, die fallen mir jetzt gerade so ein, Ja. die nicht mehr spielen können. Aber wie gesagt, bei der Gelegenheit darf man ruhig auch mal an die denken, denn die haben auch dazu beigetragen, dass das für mich eine schöne Zeit Ja, war. gerade das My Paintball Network, die waren damals ja wirklich europaweit auch ganz, ganz vorn. Ja, die hat ganz, ganz viel gemacht für unseren Sport. Und dann geht es natürlich so verloren, so ein bisschen, was ja auch normal ist irgendwo, ne? Aber ja. Gut, es muss ja nicht immer alles nur immer total fröhlich sein. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch mal sowas halt auch mal thematisiert. Warum auch nicht? So, jetzt haben wir ein bisschen was vom Onkel gehört aus seiner, wie soll ich sagen, Paintball-Karriere. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird aus dem Paintball-Onkel dann sozusagen der Patch-Onkel? Das ist eine geile Frage, ja. Da gebe ich gerne Antwort drauf. Also, ich habe ja erzählt, dass ich die ersten 20 Berufsjahre mich da in diesen verschiedenen Unternehmen aufgehalten habe. Und irgendwann, gerade so, als es dann mit Tippmann so spannend wurde und wir da so ein bisschen das Werksteam wurden, da habe ich mal mir so die Frage gestellt: Was könnte ich denn eigentlich erreichen, wenn ich wirklich das, was ich ja gerne mache, fast schon zum Hobby mache, wenn ich das professionell täte. Also man stellt sich ja immer mal die Frage, wenn du machen dürftest, was du wirklich wolltest, was wäre das? Und die Frage hatte ich mir in meinem Leben schon ein paar Mal gestellt. So kam ich zum Beispiel dann auch zu Nintendo, weil ich halt auch alter Videospieler Okay. bin. Der Birgus weiß es am Bist du ein besten. bisschen so ein Computerzocker? Total Bierguss und ein paar Kaputte aus Norddeutschland und ich, wir spielen so, ja, wir hatten jetzt über den Winter, haben wir uns zweimal die Woche, haben wir uns da bei Call of Duty, haben wir uns da die Okay. Fresse verkauft. War sehr schön. Ich spiele überhaupt keine Computerspiele. Ne? Ich habe keinen Schimmer. Das ist total eigentlich exotisch. Ja, das, ich bin damit groß geworden. Aber das war zum Beispiel der Grund, warum ich zu Nintendo bin, weil zu allererst habe ich Banklehre gemacht, ich habe unter anderem BWL-Abschluss und das eine oder andere, aber das war irgendwie nie so wirklich das war so der geradlinige Weg. Weißt du, so vor 50 Jahren, da hat man doch sich eine geradlinige, also mit anderen Worten, ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt genug von diesem geradlinigen Weg, ich will was machen, was ich wirklich will. Und da ich noch eine andere Ausbildung habe zum systemischen zertifizierten Coach, habe ich erst gedacht, ich helfe anderen Menschen, ihre Probleme zu bewältigen. Okay, also so in der psychologischen Richtung quasi. Ja, also ich, Okay, genau. was versteht man sich da vor? Systemischer Coach? Systemischer Coach heißt, dass du im Endeffekt begreifst, dass du in jedem System, und als System bezeichnet man eine kleine Gruppe von Menschen bereits, kann schon bei zwei Leuten losgehen,
dass jeder Mensch sich in einem System bewegt, sobald er mit irgendwelchen anderen Leuten in Kontakt kommt. Und dass das Verhalten von Menschen in Systemen eben unheimlich davon abhängt, mit welchen Einflussfaktoren man sich umgibt. Und ein systemischer Coach, um es jetzt mal ganz banal zu sagen, wie gesagt, braucht ein Studium dafür, aber mal so auf zwei Worte oder zwei Sätze reduziert, der begreift sich nicht als Klugscheißer. Und der gibt auch keine Ratschläge, sondern der regt eigentlich denjenigen, der zu ihm kommt, an, dass der mal selbst drüber nachdenkt. Weil das fehlt den meisten, nämlich die sehen den Wald vor Bäumen, Selbstreflexion. Suchen den Weg. Und da gibt es unheimlich viele Techniken, die man anwenden kann, um den Menschen einfach sozusagen ihren Weg nicht selbst, also nicht den Weg zu zeigen, sondern ihnen zu helfen, ihren Weg zu finden. Mhm. Und das Wunder sozusagen, die Erkenntnis und den Ausweg zu finden, das passiert nicht in diesen Sitzungen, sondern das passiert zwischen diesen Sitzungen. Und da können teilweise Wochen dazwischen liegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber sehr spannend. Super geil. Also wenn man diese Ausbildung mal gemacht hat, dann weiß man vor allen Dingen von sich selber sehr genau, wie man tickt. Und das hat mir persönlich wahnsinnig geholfen, meinen inneren Kompass, meine innere Landkarte besser zu kennen. Und damit konnte ich mich auch viel, viel einfacher entscheiden und entschließen, mich letzten Endes ja auch selbstständig zu machen. Und das zu der Zeit, wo die Ursula von der Leyen noch Arbeitsministerin war und das Thema Selbstständigenförderung war sowas von unattraktiv geworden, weil jeder, der sich selbstständig machen wollte, bis dato noch, da gab es noch das Recht, dass du gefördert wirst. Konntest du also diesen Beitrag, den gab es, als ich es gemacht habe, ne? Wenn das Sending kommt, dann ab da musste ich es beantragen und da brauchte ich einen Businessplan. Und ungefähr 75% aller Businesspläne wurden schon mal weggeschmissen, weil der Topf war nur noch ein Zehntel so groß, ja, den die Bundesregierung zur Verfügung. Ja, haben sie natürlich entsprechend einsparen müssen, haben sie schon mal einen Teil weggeschnitten. Genau, ja, und so weiter. Also habe ich letzten Endes meine Selbstständigkeit habe ich durchgezogen, aber eben nicht als Coach, weil ich dann doch irgendwann mal das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, mir die nächsten 20 oder 30 Jahre die Probleme von anderen Leuten ständig anzuhören. Das ist natürlich immer die Energiediebstahl, ne? Ja. Also es geht ja auch ein bisschen so in die Richtung, es gibt ja immer praktisch die Energiediebe und die, die dir Energie geben. Und du für dich selber musst ja immer so ein bisschen so diesen Weg finden, dass du dich da durchlavierst, dass du dir praktisch nicht so viel Energie ziehen lässt. Ne? Ist ja nicht ganz so einfach. Also ich sehe das ja auch. Nach so einem SBG bin ich absolut tot und eine Woche lang quasi kaum ansprechbar. Einfach nur deswegen, weil natürlich völlig zu Recht 4 Tage lang natürlich die 1000 Leute mit nur Fragen gestellt haben und sie sozusagen die ganze Zeit von mir sozusagen Energie wollten. Ja. Und dann bist du halt fertig, ne? Ja, das kann ich unterschreiben. Ich habe einige Events, gerade hier dieses For Paint Last Crusading, was der Stefan angesprochen hat. Ich hatte am Schluss Verfolgungswahn. Ich habe Leute, die es nicht gab, Onkel rufen hören. Ich konnte keine, am Schluss hatte ich das Gefühl, ich werde bekloppt. Wirklich, ständig nur noch Onkel, Onkel, Onkel. Du willst aufs Klo oder du willst, da war halt wenig Toiletten, da wolltest du zum nächsten Baum. Da hast du für 5 Meter hast du 20 Minuten gebraucht. Weil ich ständig angequatscht habe. Das ist der Break. Ja, viele fragen ja, warum es bei mir nicht mehr Events gibt. Das liegt einfach daran, dass es, ich meine, das ist ja nur mein Hobby, ja, dass es einfach dann emotional nicht mehr stimmen kann. Weil ich will ja zu 100% für die Leute da sein und das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und öfter geht es einfach nicht. Ja, hier der Maffei oder der Sven oder der Thorsten, die werden es genau wie der Brave, die werden es wissen. Das ist in dem Moment, wo du so ein bisschen im Rampenlicht stehst, ob du jetzt das willst oder ob du irgendwie einfach nur ausgesucht bist, dann bist du Schauspieler in dem Moment. Du bist Mutter für alle, du bist Auskunftsgeber, du willst alles. Selbst Spaß haben, da bist du fix und alle. Genau. Ja, schön. Bei mir hat sich auch mal eine Viertelstunde über alles Mögliche beschwert und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ist okay, aber was konkret soll ich jetzt für die machen? Ja, nix. Er wollte einfach nur, dass ich es mal anhöre. Ja, nett, ne?
Ja, klar. Sagt ja nichts zu jetzt, ja. Ja, man muss ja, man ist natürlich dann in dem Moment natürlich ein Sorgenfresser, Blitzableiter, auch wenn das vielleicht mit dem Event selber gar nichts zu tun hat. Jetzt kommen jetzt mal welche, ja, der hat unfair gespielt und da bin ich falsch markiert worden und Ding und da. Natürlich, auch wenn ich der Veranstalter bin, aber so in der Mache. Ja, natürlich kann ich nichts machen. Aber es ist natürlich mein Job, mir das dann auch anzuhören und zu sagen, du, pass auf, tut mir leid, ist halt so gelaufen, ne? Ist ein Spiel. Ne? Das ist richtig. Ja. Ja, übrigens, ja, Urlaub hat sehr gut getan, ne? Bin ich schön braun geworden. Und so, ne? Danke für den Follow übrigens. Ja, aber es gehört leider Hallo, zu. liebe Porno-Freunde. Ja, und Ja, dann? das Thema, der hat beschissen Ekstase-Film oder präsentiert den die neuen Band Thriller ist mit dem scheiße Titel oder Sie mit dem diese roten Themen brauche ich, Halsband. glaube ich, nicht alle aufzählen, aber Dieser es Film gibt ist so eine alt wie explosive Paintball und die wird es immer geben bei Porno-Atombombe. jedem Spiel. Sie mit dem Und ja, roten läuft das Halsband. auch dazu. Die Und einmalige, atemberaubende, Informationen hocherotische Szene erfahren, mit Leute, man drei wird es ja geilen nie mehr Modellen hinterkriegen. der Spitzenklasse. Also man kann es reduzieren, indem dass man praktisch bessere Regeln einführt, mehr Marshals einführt, etc. etc. Aber das Gegenteil, es bleibt immer eine Dominanzentscheidung, weil zu viele Marshals und zu viele Regeln zerstören auch das Spiel. Ja? Und so praktisch wird es immer eine Gratwanderung bleiben zwischen wie viel Freiheit und wie. Aber das ist wie im normalen Leben. Ja? Wie viel Freiheit gibst du einem Menschen, wie viel Regeln legst du ihm auf? Ne? Je mehr Freiheiten das da haben, desto mehr Leute werden es ausnutzen und je mehr Regeln das da haben, desto weniger Spaß macht das Ganze. Das ist so. Da kommen halt aus meiner Erfahrung noch zwei Faktoren dazu. Das eine ist bei großen Veranstaltungen, wo wirklich hunderte von Spielern auf jeder Seite spielen, da gibt es leider immer ein paar, die sich so ein bisschen in der Masse verstecken und deswegen glauben, sie werden nicht erkannt oder Klar. nicht gesehen. Und die spielen dann manchmal nicht regelkonform. Und das Zweite, was ich mir immer wünschen würde, so habe ich immer versucht, ich war auch nicht immer hundertprozentig regelkonform. Ich glaube, das kann Keiner. keiner von sich behaupten. Also. Aber ich habe es immer versucht, zumindest mal. Und was mir immer wirklich auch so ein bisschen Gänsehaut im Positiven verschafft hat, war einfach, wenn ich das Gefühl hatte, dass durch das gesamte Verhalten der Mehrheit der Spieler jeder dem anderen das Gefühl gegeben hat, ich sorge dafür, dass du heute auch einen geilen Tag hast. Also so ein bisschen dieses Nehmen und Geben, was wir vorhin hatten, jetzt nicht im Sinne von Energie nehmen und geben, aber in dem Moment, wo ich mich ordentlich benehme und gescheit spiele, hat auch der andere auch mehr Spaß, als wenn er sich über mich ärgert und umgekehrt. Und wenn das alle machen, dann sind wir auch eine Community. Und Ist dann so. gibt man sich auch, da kann man sich markieren und hinterher kann man ein Bier miteinander trinken. Aber diese innere Einstellung, dass man ja auch irgendwo dem anderen in dem Moment, wo man ordentlich spielt, auch was gibt, ja, und der nicht sich für 50 Euro ärgert, sondern sagt, Natürlich. das war Und geil, weil da kann so ich jetzt. ist, so fängt es beim einen an, so fängt es beim anderen auf. Wenn ich in der Früh schon aufstehe und sage einfach ein nettes Hallo in die Welt. Ja, dann kriege ich entsprechend auch die positiven Features zurück. Und wenn ich mich am Klo ehrlich gesagt nicht aufführe, wie der letzte Vollhonk, dann hat der nächste nach mir auch ein vernünftiges Klo. Und genau so läuft das Leben. Dass du natürlich dann bei 1000 Leuten 10% hast, die das nicht machen, ist klar. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass bei 1000 Leuten natürlich 10% viel mehr sind als bei 100. Und ja, wenn alle das einhalten würden, würde man im Prinzip das Refs und so gar nicht brauchen. Ja? Da hast du Weil recht. wir spielen ja nicht Bundesliga, sondern es ist ein Freizeitspiel. Und gerade bei sowas SBG ist ein Rolling Game. Das heißt, was passiert denn? Ich bin markiert worden, ja, dann gehe ich halt zurück, lass mich sauber machen und gehe wieder vor. Das einzige Manko dabei ist, dass ich halt einmal zurückklatschen muss und mich sauber machen lassen muss. Und Und das muss man machen, damit das Spiel auch irgendwo ja, mal sich bewegt, weil wenn alle richtig. und weiterschießen, das ist A, völlig bekloppt und B, kommt da ja auch nie wirklich mal ein Spielfluss Genau, zustande. die Spieldynamik lebt davon, dass die Leute es machen. Weil ein Rolling Game davon lebt praktisch, dass man Schwerpunkte schafft. Ja? Dadurch, dass praktisch eine Seite eine gewisse Überlegenheit hat, weil die anderen zurückgingen, können sie die wieder vorwärts bewegen. Und das ist ja das Konzept des Spiels. Wenn natürlich sich keiner dran hält, zerstören sich quasi die Spieler einer Konzepte im Prinzip selber. Richtig. Und wer ist schuld? Ja, der Veranstalter ist doch klar. Das wollte ich Logo. sagen. Ich muss immer einen Hund rauslassen, der winselt. Elli, Ja, musst lass du? doch mal einen Hund raus, das ist überhaupt kein Problem. Ich schaue dabei mal, was der Chat so erzählt. Ja, Elli, Hallo, komm. lieber Chat. Ja, Sören, das Lied läuft bei dir immer auf der Intensivstation, die mit dem roten Halsband.
Ich glaube, da wirst du politisch aber das eine oder andere Problem dann irgendwann mal kriegen. Ja? Kann das sein? Nur mal so als Tipp am Rande. Übrigens, lieber Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an den Onkel, ja, ihr seid jederzeit eingeladen, mir die Fragen hier reinzuschreiben. Ich werde die auch alle stellen. Ja? Ihr habt nicht oft die Chance, quasi so ein Urgestein einmal hier in Twitch vor der Kamera zu sehen. Das kann ich euch garantieren. Und da ist er wieder. Ach ja, da bin ich ja wieder. Ja, da Servus. bist du wieder. Schön, dass du wieder da bist, lieber Onkel. Dankeschön. Wir waren stehen geblieben bei, ja gut, wir haben jetzt auch ein bisschen ausgeschwärmt, aber das gehört ja, finde ich, dazu. Bei sowas, das macht ja nichts. Paintball Talk ist doch geil. Paintball Talk, natürlich. Ja, ist ja schön, wenn man sich ja einmal so unterhalten kann. Ja, also was ihr nicht wisst, also der Onkel und ich, wir quatschen ab und an mal so am Telefon. Natürlich einmal Zeug, das jetzt nicht unbedingt jeder so hören soll, aber es ist ja ganz wichtig, dass man einfach sich einmal mit jemandem austauschen kann. So, ne? Ja, und ich freue mich ja wirklich, dass du mir die Gelegenheit gibst, einfach mal mich mal ja, zu zeigen. Ich selbst sehe ja, wie gesagt, nur einen schwarzen Bildschirm, aber ich bin mir sicher, der eine oder andere, der mich jetzt hier heute sieht und vielleicht auch gleich dann in 4 Wochen wieder, wenn ich Ja, dann zu ich der wollte gerade sagen, Veranstaltung. beim SBG live von der Farbe. Richtig, das ist jetzt quasi so eine Art Vorspiel unter Lieber Umständen. Andi TV, schön, dass du da bist. Danke für den Raid. Wir haben jetzt gerade vom Andi TV 15 Zuschauer dazu geschustert bekommen. Da möchte ich Cool. mich recht herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe den Onkel heute zu Gast, Urgestein der Paintball-Szene und vor allen Dingen, jetzt kommt's, natürlich der Urvater. Und Farmsturm Berlin hat 50 Euro gespendet. Yay! Wow. Ja, ist brutal. Jede Cool, Jungs. Spende geht 100% in den Unterhalt von Battleground. Im Moment einfach, ich sag's ganz offen und ehrlich, mit der Kohle da mal irgendwelche Schulden tilgen. Punkt. Da gibt's Dafür jetzt. hat die sehr geile Patches von mir gekriegt neulich. Ja, das ist schön. Und Aufkleber. Lieber Onkel, jetzt pass auf. Jetzt haben wir von dir schon ein bisschen was erfahren, was bei Paintball-Vergangenheit anbelangt. Wir wissen, dass du selber aktiv warst, auch im Veranstaltersegment. Also auch da kannst du mitreden. Ja, das war. Jetzt hast du aber eigentlich ja, sagen wir mal, zumindest finanziell etc., ja einen relativ guten Job gehabt, warst eigentlich relativ abgesichert, hast aber das dann jetzt mal knallhart gesagt hingehauen. Ja, kann man sagen, Ja, ja. ist ja so, ne? Ich meine, das verlangt ja schon Mut, sich dann selbstständig zu machen. Und wie bist du drauf gekommen? Also nur für euch als Hintergrund, der Onkel macht das wirklich hauptberuflich. Der lebt von Patchwork. Ja? Also der lebt das nicht nur, sondern der lebt das und lebt davon. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit Patches selbstständig zu machen? Da, das, ich könnte jetzt versuchen, irgendwie eine wahnsinnig originelle Antwort zu finden, Muss nicht sein. aber nee, ich mache es eher langweilig. Nee, tatsächlich war die Sache die, dass ich während meiner Zeit bei Sony in Berlin gearbeitet habe, am Potsdamer Platz im Sony Center. Das kennen, glaube ich, viele, dieses unglaublich geile Gebäude. Und zu der Zeit habe ich als, wie gesagt, auch so ein bisschen als, naja, wir hatten nie einen Team-Captain, aber ich war so ein bisschen der Primus inter pares für unser Team. Also bei den Da war Silberrücken. für die Silberrücken, Genau. genau. Und Tippmann-Team, so jetzt lässt mein kleiner Sohn den Hund wieder rein, auch schön. Meine Hunde sind übrigens oben. Ich sitze im Keller. Okay, willst du mal ins Fernsehen kommen? Ja, Oma? Logo. Ja, aber du siehst, die sehen dich jetzt aber nicht. Hallo. Hi. Das ist der Hi. Jawohl. Du bist Das der Patchwork Junior. genau, der Junior, Junior, genau. Junior. Ja, du hast ja mehrere am Start quasi. Genau. Ja. So. Ja, also ich erzähle es schnell zu Ende. Ich war damals bei WSS und habe die Tippmann-Markierer abgeholt für unser Team, die es da durch das Sponsoring gab. Und WSS war damals für Tippmann Deutschland so ein bisschen der, ich sag mal, die Quelle, ne, für die Produkte. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall habe ich eine Firma ausfindig gemacht in Berlin, die auch ein paar Patches angeboten hat. Und habe mir die angeguckt und habe erkannt, was da für ein Potenzial drin steckt. Und vor allen Dingen habe ich, nachdem ich von Sony dann weg war, meine alten Kontakte, die ich eben international so aufgebaut hatte, mal ein bisschen gefestigt gehabt und auch neue geknüpft durch Paintball. Und das hat es mir dann ermöglicht, ja, aus dieser zunächst mal fixen Idee, weil entweder machst du seriöses Coaching oder du machst Patches. Ja, du kannst auch gerne wieder gehen. Da habe Und ich. tschüss. Und tschüss. Ich komme.
Nee, du kannst dann, ich mache das hier alleine fertig. Alles gut. Gell? Der Servus. Papa schafft es. Wir sind gute Dinge. Ja. Ich habe dann jedenfalls dieses Thema Patches einfach für mich entdeckt und habe festgestellt, wie viel Potenzial darin schlummert und habe mir überlegt, welche Märkte es da noch gibt. Und weil ich eben im Paintball, ich sag mal, gut eingeführt war, war das für mich so ein bisschen mein erster Markt. Und es hat auch tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis dann der eine oder andere Nachahmer auf den Markt kam. Das hat mir es ermöglicht, ja, diese Gründerzeit, die ja immer relativ besonders riskant eigentlich ist, Klar. die ersten 2, 3 Jahre, die konnte ich relativ gut durchstehen und mich so ein bisschen auch etablieren. Auch international hatte ich dann, ich habe zunächst mal viel in Kanada und USA eben auch gearbeitet mit Patchwork, England, Skandinavien und interessanterweise hat sich es aber über die Jahre alles ein bisschen verändert. Auch die Märkte haben sich verändert Klar. und die Kundschaft hat sich komplett verändert, wie du ja weißt. Ich habe mit dir vorhin schon ein paar Sachen geteilt. Es ist irre. Hätte ich nie gedacht. Also das Ja, da Konzept. kommen wir dann noch drauf, ne? Weil das ist ja wirklich ja ganz, ganz spannend, in welche Richtung das sich das hinentwickelt. Und weil ich die Frage aus dem Chat, du bist Einzelkämpfer oder hast du Mitarbeiter? Ich habe, das ist eine gute Frage, ich habe Mitarbeiter, ich habe temporär habe ich Mitarbeiter, das heißt also, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, wie jetzt zum Beispiel zu dir, da habe ich keine Handvoll Leute, aber einige sehr, sehr, sehr gute Freunde, denen ich sehr gut vertraue, die mich unterstützen. Danke für die Subscriptions übrigens. Ja. Ja, habe. Aber jetzt feste Mitarbeiter in dem Sinn bist du Einzelkämpfer. Nee, ich bin kein Einzelkämpfer. Ah, du bist Also kein Einzelkämpfer, okay? ich habe meine Frau, die mir hilft, die ist Okay. alltagsangestellt. Die macht dann Büro wahrscheinlich und. Die leitet den Job zum Ach, Beispiel. die Also die leitet hat, den Shop, okay? ja, die hat, also die hat sozusagen alles, was an Bestellung reinkommt, über den Online-Shop, darum kümmert sie sich. Okay. Dann zum Beispiel, ich könnte hier, ich schaue so ein bisschen darüber, da liegt schon für Montag liegen ungefähr 20 Lieferungen in alle Welt, die raus müssen von den custom-crafted Sachen, die ich im Prinzip nochmal endkontrolliere. Dann werden sie Okay. fotografiert, dann gibt es ein kleines Filmchen, das ich jeden Tag etwa poste. Und sie übernimmt dann nochmal ich sage mal, die ganze Fakturierung und den Versand. Ne? Also wir teilen uns das so ein bisschen. Das heißt, sie hält mir wirklich den Rücken frei, um für mich dann einfach auch Dinge möglich zu machen, die wichtig sind. Du brauchst ja Kreativität, so Klar. ähnlich wie ein Musiker oder so. Und das kann er Ja, du bist fließen. der Künstler im Prinzip. Ja, wenn du dich ständig mit irgendwas abgibst, was dich dabei stört oder hemmt, ne, du kommst dann in den Flow rein, dann flowt auch nichts, dann hast du auch Ja, keine da neuen. flaut auch nix, der war gut. Also, Da flaut nix. wo nichts flowt nichts. Ja, wenn untenrum auch nix flaut, flaut auch nix. Da haben wir es wieder, siehst du? ITV, danke, du bist echt sau cool. Ich lese nebenbei dann ein bisschen mit im Chat. Lieber Chat, bitte nicht verwundern, dass ich nicht die ganze Zeit darauf eingehe, aber der Onkel findet, er hat so viel Interessantes zu erzählen, ich würde ihm nicht die ganze Zeit ins Wort fallen, weil ne, das ist ja auch Käse. Ne? Du hast wirklich, also nur, dass man so mal ein bisschen eine Vorstellung hat für euch da draußen, ne, was da so abgeht bei Patchwork, der hat dann einmal schnell, an einem Montag einmal schnell 20 verschiedene Patch-Bestellungen, die er mal in die Welt raushauen muss. Ne? Ja, und sehr spannende Kunden. Darüber erzähle ich gerne. Ja, genau. Und Auch das wäre meine nächste Frage. Nein, stopp, 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 stopp. Das ist noch nicht meine nächste Frage. Meine nächste Frage ist noch: So, gibt der 5000 Themen, etc., etc., bla, bla, bluff zu dem ganzen Thema. Wie läuft das Ganze ab? Ich hätte jetzt eine Idee. Ich hätte gern einen Patch. Danke für den Follower übrigens. Ich hätte gerne ein Patch. Ich suche mir den Patchwork raus, weil ich weiß, der ist ja quasi, kann man sagen, ein Marktvater des ganzen Themas. Der hat schon wahrscheinlich 5000 verschiedene Patches designt. Der hat schon, was weiß ich, die halbe Welt beliefert.
Reicht's, wenn ich bei dir anrufe und sage, du, Onkel, ich hätte gerne einen Patch oder wie läuft es? Es gibt viele Wege, mit uns zu kommunizieren. Wenn ich sage uns, dann muss ich das in der Form jetzt zumindest mal auf meine Frau und mich jetzt erstmal reduzieren, denn ich halte sehr, sehr viel davon, dass du einen Single Point of Contact hast. Also das wissen viele, was damit gemeint ist, einen Ansprechpartner. Damit du nicht dem A erklären musst, dass du dem B schon das gesagt hast, was du dem C letzte Woche schon geschrieben hast. Also so einen Blödsinn brauchen wir nicht. Deswegen geht es nur mit mir zunächst mal. Ich kriege über WhatsApp, über Telefon, über Facebook, alle möglichen und über E-Mail alle möglichen Anfragen auf die verschiedensten Arten und Weise. Und ich muss es strukturieren. Ich bin immer sehr, sehr gut strukturiert und sehr gut organisiert und habe deswegen die Prozesse so aufgesetzt, dass ich möglichst schnell mit meinen Kunden zum Ziel komme. Also nehmen wir mal klassischen Fall an, das Telefon klingelt, einer sagt, machen Sie auch Patches. Genau, das ist so der Klassiker. Sie machen sich auch Patches, weil er nicht weiß, was er fragen soll. Ne? Der Stefan Biergans, den höre ich schon lachen im Hintergrund. Macht ihr auch Patches? Also, oder das Lucky, wir standen mal vor ein paar Jahren, das muss ich schnell erzählen, wir standen mal vor ein paar Ja, Jahren auf Logo, einer haus Veranstaltung. raus. Da stand man da morgens um, weiß ich nicht, um 9 mit dem ersten Kaffee in der Hand, stehen wir an der Veranstaltung, haben das Zelt aufgemacht, Lucky und ich. Kommt einer an, guckt sich so die Schaukästen an mit den Patches drin, guckt er mich an, sagt er, verkauft ihr hier Patches? Nee, Und nee. das Lucky, wie aus der Pistole geschossen. Nee, frische Milch. Ich habe meinen Kaffee verschüttet vor Lachen. Der Typ stand da, der hat genauso geblinzelt wie die Kamera, nämlich gar nicht. Der hat Pupillenstillstand. Der war komplett überfordert. Und dann habe ich gesagt, wie schaut es denn hier aus? Sag ich, siehst du irgendwas anderes außer Patches? Nein, sage ich. Und du kannst gerne welche kaufen, selbstverständlich. Vielleicht war es ein bisschen früh um die Uhrzeit, aber Ja, die ich Frage glaube, geht. das ist die typische Verlegenheitsfrage. Was wird sie? Danke für den Follow. Wenn mir einer anruft, ja, bist du der Veranstalter vom SBG? Ja, ne? Sonst hättest du mich gar nicht angerufen. Also Ich bin ich, die Putzfrau, ja. ja, das ist so die klassische Frage, um irgendwie, weil man halt nicht weiß, wie man damit umgehen soll, um das Eis halt irgendwie zu brechen. Das ist ja an sich auch witzig. Wie gesagt, es wird ein Anekdötchen draus im Laufe der Zeit. Wenn du das natürlich jeden Tag hast, ist es Ja, vielleicht klar. draus, dass du es nicht immer lustig findest. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Nach 10 Jahren hat man dann auch irgendwann mal das Gefühl, man hat es schon mal gehört. Es ist auch gut so. Also, wie gesagt, man muss ja den Leuten die Chance geben, irgendwie dieses Thema zu greifen. Und man ist betriebsblind. Man hat ja so viel zu diesem. Logo. Man kennt alles, man weiß alles. Und manche Leute, die haben von dem Thema Patch oder Aufnäher, Aufbügler oder wie sie es nennen wollen, noch nie was gehört, aber sie hätten halt gern einen. Also kommt der Anruf, dann berate ich den Kunden zunächst mal. Hol mir die ersten Informationen ein. Ich frage, gibt es schon ein Motiv? In welchem Stadium der Ja, Idee ist genau. derjenige? Ja, so, wenn das Motiv feststeht, kann man weitermachen. Wenn das Motiv noch nicht feststeht, dann ist die Frage, können wir das intern machen mit unseren Designern, die wir haben, oder geht es extern? Weil unsere Designer sich vor allen Dingen natürlich damit beschäftigen, sagen wir mal, Konzeptzeichnungen oder Entwürfe, die schon relativ gut sind, zu optimieren, damit die wirklich umsetzbar sind in Gussformen. Ich habe jetzt mal hier eine, das ist so ein Ding, das die Alten erkennen noch, das handelt sich hier um das ehemalige SBG, für die ich zum Beispiel da, EBG, Ich so. wollte gerade sagen, es beginnt es wahrscheinlich eher nicht. Ah, der deutsche Danke für Versprecher. ein Abo. Wow, sau stark. Ja, Da so musst du sieht es dann dran einmal arbeiten. aus, ne? Also man hat es gut gesehen. Das heißt, die Zeichnung wird dann umgesetzt in so einer Form. Genau. Viele Jahre lang war es so, dass wir nicht jedes Design einfach nehmen konnten, was da kam, weil es einfach zum Beispiel durch Farbverläufe oder fotorealistische Darstellungen nicht möglich ist, etwas so zu fräsen und dann vielleicht noch in zwei oder drei Lagen aufeinander zu bringen, dass es dann auch wirklich dieses Motiv wiedergibt. Das hat sich geändert. Letztes Jahr haben wir uns sehr, sehr lange und ausführlich mit einem neuen Material beschäftigt, was in die Richtung Leder geht. Aber Okay. auch bei der Gelegenheit festgestellt, dass Leder an sich nicht funktioniert, weil Leder immer nachfettet, egal ob es behandelt wurde oder nicht. Das heißt also, egal was du da drauf gibst, das hält nicht. Zumindest nach unserer Erfahrung. Wir haben ein neues Produkt entwickelt, da sind wir auch die Einzigen, soweit ich weiß, auf dem Weltmarkt.
Okay. Das ist auch das, wo jetzt die letzten ein, zwei Tage Leute, die auf Facebook und Instagram mitgespielt haben, auch schon mal ein bisschen raten durften. Ja, jetzt. Startup, lieber. Wenn also die Leute ihr Motiv haben, dann ist es mir völlig egal, was das ist. Abgesehen davon, dass ich jetzt sagen wir mal, irgendwelche Extreme nicht gerne produziere, weder politisch noch sexuell noch sonst was. Aber ich sag mal, das passiert einmal im Jahr, dass da ein Idiot dabei ist. Aber das sagst du Jetzt, dann als, ne, das kannst du sparen. da sage ich dann freundlich, aber bestimmt, dass ich da der falsche Anbieter bin für für den Ja, Wunsch, ich bin oder? übrigens gut. Ja, zu mir hat einmal einer gesagt, deine Firma ist nur dann eine vernünftige Firma, wenn du auch mal auf einen verzichten kannst. Ja, muss man sagen. Also es ist irgendwo muss man ja auch hinter dem stehen, was man macht. Nicht nur von der Qualität, Ja, sondern klar. ne, ich habe keine Lust, dass dann irgendwelche Leute auf mich aufmerksam werden, und ich dann von der Sorte dann noch mehr bekomme. Das brauche ich dann auch nicht. Genau, Siege Dafür hat genauso. gute Kunden. Ich habe zum Beispiel fantastische Kunden, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich will jetzt nur deine Frage schnell Ja, beantworten. klar. Unabhängig von dem Material, mit dem wir dann anschließend arbeiten, können wir grundsätzlich je wirklich, und das ist kein Spruch, jedes Design umsetzen. Jedes. Dann wird im Endeffekt als nächstes mit dem Kunden ein Grafikdesign besprochen. Wenn das Grafikdesign soweit abgenickt ist, wird je nach Produktwahl, also Materialwahl, wird beispielsweise bei Rubber Patches von uns erstmal eine 3D-Simulation erstellt. Das wird abgeleitet aus dem Fresscode für die Maschine. Das ist monochrom, das Ganze, kann ja auch keine Farben haben, ist ja eigentlich Ja, nur ist ja eine. klar, ist ja nur Weißt du? genau. Und dieser Dummy, der da entsteht, den fotografieren wir aus verschiedenen Perspektiven und zeigen diese Bilder unserem Kunden. Das machen wir, um zum Beispiel zu vermeiden, dass wir vielleicht den Buchstaben weglassen bei einem Wort oder dass der Vogel keinen Schnabel hat oder das Nashorn kein Nas, also kein Horn. Ja, dass halt das Ding einfach so ausschaut, wie es der Kunde haben möchte, auch gut tut. Richtig, ne? Da gibt es dann öfters nochmal so ein, aber ich wollte eigentlich, dass das flach wird und nicht 3D oder umgekehrt. Also es klären sich viele Dinge, bevor die Gussform gefräst ist. Denn man muss sich vorstellen, die Preise für Kupfer, Sind die haben abartig im Moment. richtig. Ich kann es gerade sagen, kleiner Einwurf, wir bauen ja gerade den Campingplatz und wir haben Stromkabel bestellt. 5x50. Nur, dass man mal eine Vorstellung hat, ne? Welche Leistung das da drüber gehen muss. Kupfer, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt noch schlaflose Nächte, weil das Schlimme ist, das Zeug sieht ja keiner. Ne? Das ist im Erdboden vergraben. Die Leute sagen, hey, was macht's denn hier mit deinem ganzen Ticketgeld? Ne? Verbuddelt. Alter, also es ist unglaublich. Ich bin vom Glauben abgefallen, dass mir der Andi gesagt hat, was das Zeug kostet. Das abartig. Ja, und die Form ist quasi auch aus Kupfer. Die Form ist aus einem sehr, sehr hitzebeständigen Kupfer. Das ist eigentlich eine Legierung, also kein Okay. reines Kupfer, aber spezielles Kupfer. Und das kaufen wir meterweise und schneiden dann sozusagen mit der Flex, flexen wir die Stücke ab, die wir brauchen, um dann etwa, ich sag mal so 2, 3 Zentimeter tief können wir maximal fräsen und können dann diese Sachen einbilden. Aber bevor wir das tun, wie gesagt, dieses 3D-Modell, damit wir einfach Geld sparen, Habe ja, ich eine Frage aus dem auch das Publikum? Geld sparen. Ja, bitte. Warum kein Alu? Wäre billiger? Weil Alu zu schnell verglüht. Okay. Also wird Das es kann dann so heiß gemacht, oder? ja auf unserer Webseite kann man den kleinen Videofilm, der geht eigentlich meistens schon los, wenn man auf die Webseite geht. Da seht ihr mich Patches machen, da seht ihr, wie hier Patches entstehen und vor allen Dingen auch, warum so eine Kupferform wichtig ist, weil die wird in einem Ofen wird die für circa 15 Sekunden erhitzt. Dann wird der Gummi in der Form hart. Dann wird die ganz schnell wieder runtergekühlt, dann wird die nächste Lage aufgebracht und dieser Vorgang wird je nachdem, wie viele Lagen und wie viele Patches mit dieser Kupferform hunderte Male gemacht. Und wenn du da oder da brauchst du beste Ja, Qualität. damit sie das dann nicht verzieht und so, ne? Weil sonst. Richtig. Und wie gesagt, es ist einfach Material, das hitzebeständiger ist in dem Fall und mit dem du vor allen Dingen auch noch in 5 Jahren die Patches nochmal machen kannst. Das ist halt was wir seit 10 Jahren anbieten und was auch oft in Anspruch genommen wird, dass du auch nochmal nachbestellen kannst bei uns. Die Form wird aufgehoben und selbst wenn die kaputt geht, fräsen wir auf unsere Kosten die Form nochmal. Das merkt der Kunde nicht.
Passiert Gott sei Dank auch nicht häufig, aber es ist mal schon mal eine Form runtergefallen oder Ja, die gut. haben sich verkratzt, weil sie übereinander gelagert worden sind. Aber das sind solche Geschichten. Deswegen haben wir also diese Kupferformen. Und das ist auch nicht unsere Erfindung. Das wird schon lange so praktiziert, eben aus der Erfahrung heraus, dass das das beste Material ist dafür. Ja. Weil wir gerade dabei sind, weil du gerade so angedeutet hast, was also ein bisschen ja, Patchwork ein bisschen besonders macht, ja, Ja. dass du halt ja schon so lange am Markt bist und dass halt zum Beispiel diese Kupferformen halt dann auch später mal weiterverwendet werden. Was würdest du dem Zuschauer sagen, was euch besonders auszeichnet? Uns zeichnen verschiedene Dinge besonders aus. Ein Thema ist zum Beispiel, dass wir sehr, sehr stark das geistige Eigentum anderer Menschen respektieren. Okay. Damit meine ich speziell natürlich auch die Entwürfe unserer Kunden. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass es schon vermehrt bei mir Anrufe gegeben hat von Kunden, die wir dann auch, also oder potenziellen Kunden, die dann unsere Kunden geworden sind, oft, die sich überlegt haben, ihren Patch-Lieferanten zu wechseln, weil der alte vielleicht auf der IBA oder in eBay oder in Amazon oder sonst wo auf einmal irgendwelche Motive gezeigt hat als Design, wo die gesagt haben, das haben wir dem doch gegeben. Wie kommt er dazu, unsere Patches auf der IWA zu verkaufen? Also Oder ist wie es landen die? scheinbar, weil jetzt mal aus meiner, sage ich mal, ja, aus der Hinsicht eher Laiensicht, würde ich mal sagen, eigentlich wäre das jetzt für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich dir das Design gebe, dass das Design auch nur praktisch meins ist. Ist es Ja, also scheinbar nicht selbstverständlich? jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist keine Marke frei von Plagiaten, ne? Das ist Nee, völlig. klar nicht. Das heißt also, es kommt auch schon mal vor, auch ich habe es schon mal erlebt, dass mich ein Kunde anrief und sagte, wieso macht ihr meine Patches und verkauft die in eBay? Da habe ich ihm beweisen können, dass nicht wir diesen Patch gemacht haben, der da in Sondern eBay irgendwann halt verkauft, nachgemacht hat, ne? sondern ein lustiger Kollege aus dem Lande aufgehenden, nee, anders, aus China halt. Ja. Also das gibt's auch. Und jetzt ist es halt so, wenn du nicht Herr über deinen eigenen Prozess bist, sondern du beauftragst jetzt, sagen wir mal, du sitzt jetzt hier in Deutschland und erzählst den Kunden, du machst deine Patches selber, schickst das Zeug nach China und da haben die nun mal, das wissen wir alle, die Maßgabe, kopier vom Besten. Und dann landen auf einmal. China ist Copyland, ne? Das ist, ja. Und dann, wenn du nicht Herr über deinen Prozess bist und wenn du nicht deine Gussform anschließend wegschließt und wenn du nicht weißt, wer da an deiner Gussform arbeitet, dann kann es passieren, dass solche Patches dann auf einmal irgendwo auftauchen. Ja? Und das ist eine Option. Andere Option ist, wenn das dir persönlich auch wurscht ist und du hast jetzt irgendwas, was so geil aussieht, dass du sagst, ja, und du kannst nicht widerstehen und nimmst den Patch und machst den zu deinem eigenen und hoffst, dass es der Kunde nicht merkt. Wenn du dann auf der IWA damit aufläufst, ist halt großer Markt, ne? Also gerade Das auf der IBA ist natürlich dann auch schwierig. Also ich bin ja da auch dort, ne? Da gewinnst jetzt keine Blumentöpfe damit, ne? Aber das haben wir jetzt sehr ausgewalzt eigentlich, das Thema. Ich will eigentlich nur sagen, wir respektieren das geistige Eigentum anderer. Das heißt, egal wer uns was schickt, das behandeln wir mit Vorsicht. Und auch, es gibt durchaus viele Patches, die wir herstellen, die zeige ich nicht in Facebook, weil ich gebeten werde, das nicht zu tun, weil es Okay. zum sehr, sehr sensible Organisationen sind, aus Regierungskreisen beispielsweise, oder eben Personengruppen, die befürchten müssten, dass Schmuh getrieben wird mit dem Patch. Du Ja kannst dich gut, ja. bei 20 verschiedene Patch-Designs, die du morgen raushaust, da ist natürlich immer wieder mal was dabei, was jetzt eigentlich nicht für die Allgemeinheit bestimmt ist, auch klar. Das ist richtig. Die Sachen, die ich veröffentliche, da hat man es mir auch nicht verboten. Okay. Ja, Ja? gut, klar. Ne? Ich meine, generell glaube ich, ganz viele sind auch stolz drauf, wenn ein Produkt, sage ich mal, oder ein Patch veröffentlicht wird. Mhm. Aber finde ich gut, dass du halt dann auch da konsequent bist und sagst, wenn der das nicht möchte, dann ja, nö. Also, für mich
Auf alle Fälle, du kannst auch nach 5 oder 10 Jahren garantieren, praktisch, dass das Ding genauso wieder nachproduziert werden kann. Das ist einmal ein Punkt, ne? Dann also die Rest der Respekt vor dem geistigen Eigentum ist ein zweiter Punkt, der euch auszeichnet. Ja. Was zeichnet euch noch aus? Ja, eben jahrzehntelange Erfahrung. Wenn du alles kombinierst, was wir hier an Expertise als Team zusammenbringen, dann kannst du von 100 Jahren Patcher-Erfahrung sprechen. Okay. Kommt noch dazu, dass eben ich derjenige bin, der die Leute berät. Ich bin der Inhaber, ich bin der Chef. Niemand ist es wichtiger, dass der Kunde zufrieden ist, als mir. Denn ich bin der Chef, ich lebe davon und mit mir noch 10 Familien. Das Okay. heißt also, was ich hier tue, sichert die Existenzen von vielen Menschen, die man nie sieht. Ja, Ja klar, das ein hat man ja paar. vorher gerade, ne? Hast du noch Richtig. Mitarbeiter? Nee, ja, du hast noch Mitarbeiter, bist kein Richtig. Einzelkämpfer. Die ich auch schütze, die ich auch in Acht nehme, denn man muss ja auch ein bisschen dazu sagen, es gibt oder gab den einen oder die andere, die auf der Welle gerne mitgesurft sind. Ähnlich wie Coca-Cola sein Rezept bis heute nicht verrät, werde ich einen Teufel tun und die Hosen runterlassen im Internet, Klar. wenn es um die Existenz meiner Mitarbeiter geht. Denn das ist ein spannendes Produkt und das ist ein spannender Markt. Und wie viel ich schon habe kommen und gehen sehen in den 10 Jahren, es ist auch, glaube ich, kann mich gar nicht mehr an alle erinnern. Geht dir also als Eventveranstalter nicht direkt anders, ne? Also ich habe auch schon ein paar kommen und gehen sehen. Ja, das ist so. Ne? Und natürlich, wenn man selber gut ist, dann hat man A, auch immer Neider und B, natürlich auch immer welche, die auf den Zug aufspringen wollen, das ist auch klar. Das ist normal. Genau. Das ist ja auch ein bisschen eine Ehre. Na, wenn sich keiner für Ja, dich interessiert, heißt es ja auch, sicherlich. irgendwas machst du falsch. So irgendwas. Sicherlich. Und dann müssen wir mal auch die Kirche ein Stück weit im Dorf lassen. Wir leben ja Gott sei Dank in einem Wirtschaftssystem, in einer sozialen Marktwirtschaft, wie es richtig heißt, wo es ja auch vollkommen legitim und erlaubt ist und auch zum Nutzen des Konsumenten, wenn es einen gewissen Wettbewerb gibt. Der ist sogar Dadurch, total wichtiger für dich selber. richtig, man wird nur besser, wenn man sich messen kann. Klar, wenn du Und wenn keine Mitbewerber hast, dann fällt da für dich selber der Antrieb Ach, immer. Ja, oder sagen wir, der Antrieb wird weniger. Ja, ja, immer dich selber wieder weiterzuentwickeln. das macht auch keinen Spaß. Man muss sich ja auch mal ein bisschen reiben können. Also sportlicher Wettbewerb oder seriöser Wettbewerb, finde ich, ist eine gute Sache. Was ich nicht mag, ist, wenn irgendwelche Dumbos losgeschickt werden im Internet, um irgendwelchen Schwachsinn zu posten über andere. Ja, Weil, gut. und, aber das gibt es und gab es und wird es immer geben. Aber wie gesagt, den Leuten sollte man gar keine Aufmerksamkeit schenken. Ja, und außerdem, das Internet ist natürlich auch wie gemacht dafür. Das muss man Ja, natürlich auch sagen. Ne? Man ist ein Geschenk. Ja? Ich zum Beispiel, ich habe ja für mich selber gesagt, ich werde irgendwann mal, ne? Wenn ich einfach keinen Bock mehr habe und irgendwann mal aufhöre, werde ich die 10 krassesten Sachen praktisch veröffentlichen. Ja? Und zwar dann auch nicht anonymisiert, sondern dann ist mir egal. Ja, also irgendwann ist mal soweit, aber bis dahin fließt hoffentlich noch ganz viel Wasser am Bach runter. Ich hoffe bei dir auch. ich hoffe. Ja, und dann quasi werden die Patches sozusagen produziert und dann kommen die bei dir wieder ins Büro. Genau, vorher gibt es noch einen Prototyp. Das heißt, bevor die eigentliche Produktion startet, machen wir den ersten Patch. Okay. Und da hat der Kunde natürlich nochmal auch da erstmal Fotos kriegt er gezeigt, aber er kriegt auch zugeschickt, wer dann haben möchte. Es gibt Behörden, die wollen den Patch wirklich in der Hand halten. Oder auch gerade im Ausland ist der eine oder andere Kunde skeptisch, der möchte also dann sehen, dass das jetzt nicht irgendwie computerfähig ist, sondern Ja, wirklich ein Patch. okay. Und dann können noch letzte Abstimmungen gemacht werden, beispielsweise an der Farbe. Weil manche Leute oder manche Firmen oder manche Organisationen haben eine gewisse Vorstellung von Farben. Wir arbeiten dann mit einem Farbfächer, wir arbeiten mit Pantone. Das ist in der Druckindustrie und in der Kosmetikindustrie zum Beispiel gängiger Standard. Und wir mischen aus den uns zur Verfügung stehenden Farben halt nach Augenmaß die passenden an. Da hätte jetzt ich eine persönliche Frage dazu. Kannst du zum Beispiel sicherstellen, dass RAL-Farben auch wirklich dann sozusagen die Farbnuance sind, sozusagen, wie sie genormt sind? Das kann ich nur dann näherungsweise sicherstellen, wenn wir zusammen mit dem Kunden mehrere
Durchläufe oder Versuche gemacht Okay, habe. also du kannst jetzt nicht, wenn jetzt ich dir sage, was weiß ich, Achtung, lieber Chat, ich hätte gern den Hintergrund in RAL 7016 zum Beispiel. Dann, gut, dann kannst du dir natürlich im Internet anschauen, was RAL 7016 ungefähr für eine Farbe ist. Aber du kannst jetzt, also ich kann mir das nicht so vorstellen, dass jetzt du wie, was weiß ich, beim Obi oder so, dass ich da, dass der dann in den Farbmischer geht, ne, da eintippt RAL 7016, zack, puff, und dann kommt die Farbe raus. Nee, das kannst du dir eher so vorstellen, wie früher mit den Revell-Modellen, die man so zusammengebaut hat und anschließend bemalt hat. Da hat man Ja, solche. genau, das habe ich noch gemacht übrigens, ne? Klar. Jetzt gibt es noch die kleinen Farbtöpfchen, Ja, die es da Logo, gab. diese ganz kleinen, diese silbernen da, ne? Genau. Und da hast du dann, der Deckel hatte dann die Farbe des Inhalts. Ne? Und wenn du da also jetzt vorstellst, wir haben ungefähr 100 Farben. Also der Gummi ist wie flüssige Farbe in seinem Verarbeitungszustand. Und wenn du jetzt hergehst, gibt es übrigens auch in dem Video zu sehen. Ja? Okay, also Video im Nachgang, Jungs. Schaut euch das Video an. Ja, ich finde, das ist aufschlussreich und vor allen Dingen, wir zeigen es halt auch. Ne? Die, die immer davon reden, uns nie zeigen, da wäre ich ein bisschen skeptisch, ob die es auch wirklich selbst machen. Aber das Thema Farbe ist in der Ja, ich Druckindustrie. behaupte jetzt mal, dass außer dir weiß ich keinen, der es selbst macht. Punkt. Ich weiß keinen. Es wird sicherlich welche geben, Gottes Willen, aber ich weiß keinen. Ich will auch niemandem Unrecht tun. Deswegen sage ich jetzt auch nichts weiter. Ich rede ja auch nur von mir jetzt hier. Mein T-Shirt übrigens hat RAL 7016, nur mal so am Rande erwähnt, Leute, lieber Siehst du, Chat. würde ich sehen, würde ich es vielleicht nachbauen. Ne? Nee, Nee, mein T-Shirt brauchst du nicht nachbauen, alles gut. Nee, ja, zum also Beispiel, klar, das ist Farben sind alles. komplex. Farben sind ein wahnsinnig komplexes Thema. Farben sind auch deswegen beim Patch machen so schwierig, weil eine flüssige Farbe anders aussieht als eine feste. Wir arbeiten deswegen noch mit speziellen Farbfächern, die nennen sich Pantone-C. C steht für Coated. Okay. Coated steht für matt. Ich könnte euch jetzt hier einen Vortrag halten, da schläft Nee, wahrscheinlich. danke. Ja, gell? Also glaubt mir und glaubt mir, wenn wir an einem Batch arbeiten, arbeiten wir so lange mit dem Kunden daran, bis es funktioniert. Ich habe jetzt hier so verschiedene Sachen. Ich Ja, mache es zeig nochmal mal, ganz, genau. ganz schnell. Also zum Beispiel hier für eine Personenschutzgruppe. Hier ist hier werden bei Snipern werden Sachen eingetragen, wie jetzt zum Beispiel Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Entfernung und so weiter. Machen die auf solchen Patches. Kann man Die da kommen. drauf schreiben? Ja. Okay. Das sind Dinge, das sind Projekte, an denen wir gerade arbeiten, wo ich einfach auch ich habe davon 5, 6 in verschiedensten Farben und wir Jetzt machen mal, immer. darf ich da kurz ein, weil das interessiert mich. Magst du dem vielleicht noch mal kurz herzeigen? Also, das ist ein Patch sozusagen, den der, ja, der Benutzer sozusagen nutzt und darauf, ja, genau, ja, ist total interessant. Und mit, ja, einziges, genau. Was brauchst du da für einen Stift oder so? Weil ehrlich gesagt, ich bin noch nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, auf dem Patch was draufzuschreiben. Du, ich weiß es nicht, was die da nehmen. Ob sie einen Filzstift nehmen oder einen Okay. Lippenstift oder Textmarker oder Kugelschreiber, ich habe keine Ahnung. Aber das ist in dem Fall auch jetzt nicht meine Aufgabe. Aber Nee, klar wichtig nicht, ist, aber interessant ist halt. Hätte ja sein können, genau, dass das was. wichtig ist dann halt, dass hier in dem Umschlag ist zum Ja? Beispiel die Farbtafel, die mir der Kunde Aha. geschickt hat, seine eigene. Wir müssen also schauen, dass die Farben stimmen. Ich habe Und übrigens eine Frage aus dem Publikum: diesen Sniper-Patch, gibt es den bei dir im Shop zu kaufen? welchen? Na, den du jetzt gerade hergezeigt hast, ja? Nein, das ist eine Auftragsarbeit. Auftragsarbeit, Leute, sorry. Ja, schade eigentlich, aber das ist halt auch oft so, dass ich kriege solche Fragen auch gern und oft und wie ich es ja schon erklärt habe, ist die Antwort dann in solchen Fällen leider nein, kann ich nicht, mache ich nicht. Auch Patch-Sammler, die sich sehr gerne bei uns melden, gerade so aus dem Bereich Feuerwehr, die mich gerne bitten, ich soll doch hier vielleicht Adressen weitergeben oder so. Freunde, Datenschutz, ne? Schwieriges Thema. Also Okay. geht nicht immer so. Außerdem Aber ist trotzdem interessant, was alles gibt. Ne? sehr, sehr spannend. Also ich hab noch ein, zwei Sachen, über die ich dann auch gerade zum Thema Kunden nochmal sprechen möchte. Aber Genau. schön der Reihe nach natürlich. Richtig. Ja, also, dann kommt das Ding zum Schluss nochmal zu dir. Du schaust, ob das alles passt und dann haust du das erst praktisch an den Kunden raus. Genau. Was zum Beispiel leider passiert, ich habe jetzt hier auch mal ein Beispiel, ich mache das immer sehr, sehr kurz, damit wir da nicht, wie gesagt, eben auch aus Respekt vor dem geistigen Eigentum anderer, ich werde ihn sowieso posten auf Facebook, insofern Okay. ist es schlimm,
Also hier gibt es zum Beispiel vom Roten Kreuz Seibersdorf den Emergency Medical Services. Das ist österreichischer. Okay. So. Ja, sieht man gut, passt. So, was man sieht, dass das Weiß nicht weiß ist. Warum? Warte mal. Nee, genau, ja. Länger halte ich jetzt nicht rein, aber das Problem ist, dass eben chemische und physikalische Prozesse bei der Herstellung von Patches eine Rolle spielen. Und je nachdem, wenn du zu lange oder zu kurz etwas im Ofen lässt, dann wird es entweder gar oder gar nicht gar oder übergar. Also mit anderen Worten, dann verändern sich da auch Farben. Und Weiß hat die unangenehme Eigenschaft, dass es nicht mehr weiß ist, wenn es zu lange im Ofen ist. Und wenn es zu kurz im Ofen ist, vermischt sich das Weiß mit der Nachbarfarbe gern. Dann hast du irgendwas Ja, Roterfarbenes. ist ja klar, weil das ist total empfindlich. Weiß ist natürlich extrem empfindlich, ne? Genau. Und das sind teilweise Dinge, die passieren manchmal erst nach Tagen. Dann ist der Patch vielleicht schon beim Kunden. Ach so. Und das ist etwas, macht das mal mit einem lustigen Chinesen, Ja, dann klar. Pech gehabt. Bei Du, da uns. habe ich eine Frage dazu vom Christian. Werden die Patches alle handgefertigt oder läuft die Form dann automatisch durch eine Maschine? Die Patches werden alle handgefertigt bis zu einer Stückzahl von 1000. Okay. Ab dann läuft es zur Maschine. Ab dann überlegen wir uns, ob wir noch eine zweite Form und noch eine dritte Form machen. Okay. Das hängt ein bisschen vom Motiv ab. Es hängt ein bisschen von dem Zeitfenster ab, das wir bekommen von unserem Kunden. Manchmal, wir haben ja auch, wie gesagt, Kunden aus der Wirtschaft, also Unternehmen, die Produkte dann vielleicht auf ihren Jacken oder Mützen, Taschen oder wo auch immer zum Veredeln nehmen. Wenn da auch Terminarbeiten und vertragliche Bestimmungen eine Rolle spielen, dann lassen wir auch mal eine große Maschine ran. Aber dann reden wir von Stückzahlen von 10.000 plus. Ja. Meistens machen wir die, also alles, was so die Teams und die Gruppen, die bei uns so einkaufen, sehr häufig wollen, das sind 20, 50, 100, 200, 500 Stück, die werden alle von Hand gemacht, Also jeder da bin einzelne. ja quasi, wenn ich sozusagen 1500 für ein Event brauche, ja schon quasi sonst sozusagen von der Stückzahl her relativ weit oben. Für ein Event, ja, also es gibt, da bist du ich sag mal, bist du in der guten Range, ja, doch. Und dann, da ist eben, das ist so ähnlich, stellt euch vor, ihr wohnt, sagen wir mal, 5 Minuten vom Aldi weg und überlegt euch, nehme ich das Auto oder nehme ich das Rad, weil ich jetzt noch einen Joghurt brauche. Ja. Ne? Ähnlich effizient oder auch ökologisch sinnvoll oder wie auch immer, energiesparend, auch energiesparend, natürlich so eine große Maschine, so eine Riesen mit Injektionsspritzen einem, bis du die anwirfst, bis du die Tanks füllst mit den Farben, bis du den ganzen Kladderadatsch Ja, ist schon hochfährst. nachvollziehbar. Ja, klar. Deswegen, also kleine Stückzahlen machen wir von Hand schneller und besser. Dann habe ich eine Frage vom Hunting Lion, oder? Ja, genau. Und zwar, ja gut, lieber Hunting Lion, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, weil wenn jetzt einer sagt, okay, er braucht zum Beispiel für sein Team 200 Patches oder so, was muss man da finanziell kalkulieren ungefähr? Ich weiß, dass das nicht so pauschal sagbar ist, aber einfach nur Ja. vielleicht für unseren Chat einmal so eine Hausnummer. Also bei 200 Patches rechnest du für einen Patch etwa 4 Euro pro Stück. Okay. Dann muss aber natürlich das Werkzeug, das habe ich jetzt ja hier schon mal vorhin hochgehalten, das zeige ich Genau, das musst nochmal, du extra einmal zahlen, ne? die muss einmal gemacht werden. Und Genau. selbst wenn die uns unterwegs kaputt geht, machen wir die auf unsere Kosten nochmal. Aber um das Werkzeug hier zu fräsen, inklusive 3D-Dummy, den wir ja vorher auch machen, ja, Ja, inklusive ja. auch dieser ganzen Absprache und Rückkopplung mit dem Kunden, das ist eine Sache, die kostet einmalig 65 Euro. Ja? Okay. Und wenn uns die Grafik als Vektordatei schon vorgelegt wird, war es das auch. Da kommt höchstens noch vielleicht, keine Ahnung, 4 Euro für den Versand dazu, für Okay. Verpackung. Ja, ist schon klar. Ja? Aber sollten wir eben an der Grafik noch arbeiten, die umzeichnen müssen in eine Vektordatei Ja, muss beispielsweise. den Grafiker natürlich auch zahlen, ist klar. Das ist nochmal ein Stundensatz von knapp 30 Euro. Also Ist aber einmal für einen 30. Stundensatz für einen Grafiker spottbillig. Ja, deswegen, wir haben es natürlich auch über die Menge, können wir natürlich andere Preise machen, als wenn du jetzt zu einem externen Grafiker gehst und sagst, ich brauche Motiv. Ja. Wir haben auch Grafiker, gerade bei uns hier im Frankfurter Gebiet, die sehr erfolgreich selbstständig arbeiten. Wenn da jemand kommt und will Da ein bist Design du im haben, dreistelligen Bereich locker. ja, 200, 300 Euro Ja, sind da okay. ganz normal. Ja, Ja. ich weiß. Ja. Ja, gut, das ist natürlich, die machen natürlich dann auch wieder andere, also, ne, das sprengt natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen den Rahmen. Ja. Aber auf alle Fälle ist das eine ganz interessante Angelegenheit. Und
Ja, ich glaube, lieber Chat, habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Produktionsablauf, wie man sich das vorstellt? Ich glaube, das ist einmal ganz interessant, das einmal so zu hören. Für denjenigen, der vielleicht so ein bisschen so die Hürde hat, da anzurufen, ja, und sich einmal einen Patch machen zu lassen und Ruf mich an. genau, und dann nur als Frage einfällt, hallo, machst du auch Patches, ne? Also, ihr kennt's beim Onkel, kommen wir mit einem fertigen Design, ihr kennt's, kommen wir mit, was weiß ich, einem Foto von irgendwas, was ihr irgendwann einmal gebastelt habt, ihr kommt's, kommen wir mit einer fertigen Vektorgrafik, ihr kommt's, könnt's ja kommen, wenn ihr praktisch nur irgendwie eine Wunschvorstellung im Kopf habt, ja? Es wird euch geholfen, in welcher Konstellation auch immer, und ihr seht, der gute Mann, ja, auch wenn er extrem gefährlich ausschaut, auch wenn er boxt nebenbei, ja, also der beißt nicht. Also nur auf Wunsch. Ich kenne nur meinen Bart ab und zu mal. Das Ja, wirkt nicht das gehört ja auch dazu. Ne? Ein bisschen, er kämmt ein bisschen so sein Bart. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz interessanter Einblick. Aber wenn ich dich natürlich, warte mal, machst du oder wäre es auch möglich, Folien ähnlich einer Skin Wrap zu machen? Ich weiß jetzt nicht, was ein Skin Wrap ist. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute mal, dass es Skin heißt ja Haut und Wrap, also etwas, womit man vielleicht einen Ja. Markierer verkleidet, also wie so eine Naja, Haut. irgendwie so genau. Vielleicht so meinst du so, sowas wie Sierra Cody Cutting oder so. Nee, machen wir sowas, macht man nicht. Nee. Das Nee, nee. Christian, das macht er nicht. nein, machen wir nicht. Wir können mittlerweile eben anbieten aus der Seligenstädter Produktion Aufkleber. Team Farbensturm zum Beispiel weiß das. Die haben sich sehr schöne Aufkleber von uns machen lassen. Wir bieten schon ab 50 Stück Made in Germany Aufkleber an, die auch wirklich, also anders als die ein oder andere Erfahrung man vielleicht schon mit Aufkleber gemacht hat, sind unsere wirklich, die sind nochmal laminiert, die sind sehr edel, die passen auch von der Qualität zu euren Patches. Das ist wunderbar, die sind auch Kann in man sie wenigen quasi Farben. als Add-on dazu stellen lassen, ne, zum Patch. Ich halte mal was, ich Ja, halte mal mach mal. was. Das zum Übrigens mit diesem Skin-Wrap sind wir richtig gelegen, also zugeschnittene Markiererfolie. Nein, bietet er nicht an. Nein, nein, leider nicht. Also da würden wir uns zu sehr diversifizieren Es und ist zu wir. weit weg von deinem sozusagen Kerngeschäft. Ja, das hast du richtig, Herr Schuster, bleib bei deinen Leisten, wie es so schön Ja, heißt. ist ja richtig so. Genau. Wir haben uns gedacht, dass Aufkleber ein gutes Produkt sind, was thematisch sehr nah an Patches ist. Deswegen haben wir jetzt sehr, sehr geile Aufkleber. Farbensturm Berlin schreibt gerade, der erste Aufkleber ist schon am Auto und es ist eine Mega-Qualität. Also, Dankeschön. Was willst du ja. trinken? Ah, das machen wir dann. Okay. beim SBG dann können wir dann trinken. Sehr gut. Die Jungs Freut mich sind ja sehr. Stammgäste, bei mir. Übrigens meine größten Sponsoren, das muss ich jetzt einfach mal so zwischendurch sagen. Es ist brutal. Ja? Also, die finanzieren quasi den ganzen Twitch-Stream hier. Ja? Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es ist wirklich abartig. Also, danke. Tausendmal. Ne? Gute Leute. So, dann zeigen wir her. Also, jetzt zeige ich euch mal eine ganz neue Art von Patch, an der wir schon eine ganze Weile geforscht haben. Und zwar ist es der sogenannte Cooper-Patch. Cooper. Cooper, genau. Okay. Ich sage jetzt nicht, was es heißt, aber ich lasse Bilder sprechen. Ich Okay. hatte jetzt die letzten 2, 3 Tage habe ich so eine kleine Radeaktion gemacht, wie Habe ich gesagt, habe gesehen. an Facebook. Und mittlerweile haben es ein paar Leute tatsächlich auch erraten. Ich habe natürlich auch so lange geholfen, bis es eigentlich jetzt fast schon auf der Hand lag. Und ich sage jetzt auch nicht, wer es gewonnen hat, weil es haben ein paar gewonnen. Ich will da auch jetzt gar keinen ersten, zweiten, dritten wählen, aber ich habe ein paar gemacht. Und zwar von was? Von deinem wunderschönen Banner. Du hast mir erlaubt, davon Patches zu Ja, machen. das habe ja ich selber gebastelt übrigens. Genau, das ist super geil und normalerweise kannst du so etwas nicht Saugeil. Das umsetzen. kannst du mit dem Patch normal nicht machen, weil es zu fein ist. Und vor allen Dingen, jetzt kommt es nämlich, du kannst mit diesen Cooper-Patches individualisieren und personalisieren. Das heißt also, die sind Okay. limitiert und nummeriert auf 150 Stück. Alter Schwede. Ja, die haben einen gekettelten Rand. Das macht die nochmal edler. Die kommen wie alle unsere Patches natürlich Ja, auch hinten mit dem Patch. mit dem Ja, Flausch. genau. Ja, und die bringe ich mit zum SBG. Davon schenke ich dir 10 Stück für deine Tombola, für einen guten Zweck. Yay! Dazu gibt es natürlich für jeden, der Ja, einen, andersrum. genau, da gibt es Genau, natürlich auch den den passenden Aufkleber dazu. Aufkleber. Genau, das gibt es immer im Bundle. Patch und Aufkleber. Aha.
Ja, Ja, und sau stark. mit diesem schönen Patch kann ich eben mal zeigen, was damit gemeint ist. Wir können jedes Motiv umsetzen und wir können es, wie gesagt, da könnte ein Name draufstehen, da haben wir jetzt uns entschieden für eine Nummer. Ja, und wenn man sieht, wie der Patch aussieht und wie der Aufkleber aussieht, Irre. seht ihr, das ist grafisch und vom Detail und von der Auflösung her kein Unterschied. Ja, Kannst du erkennt man. so ist das Betriebsgeheimnis oder kannst du sagen, woraus das Ding ist? Das ist Kunstleder. Kunstleder, okay. Spezielles Kunstleder und ein spezielles Druckverfahren, das wir uns haben patentieren lassen. Und Okay. damit sind wir, bis irgendwann mal ein China-Check um die Ecke kommt, sind wir zumindest Weltweit quasi die einzigen. die Einzigen, die das Produkt so anbieten, ja. Ja, das ist natürlich schon wieder, sagen wir, ja, erst hat es ja mal nur die genähten Patches gegeben. Ne? Dann haben ja diese 3D-Patches gekommen. Das ist schon nochmal wieder ja, ein neues Level, kann man sagen. Richtig. Und lustigerweise haben wir uns jetzt gerade letzten Monat, haben wir 10.000 Euro in die Hand genommen und haben uns eine Maschine gekauft für Stoffpatches. Okay. Weil Weil sie wieder kommen. wir haben immer gesagt, das ist uns für Paintball oder auch für Airsoft, sind die nicht robust genug, die nehmen jeden Dreck an und geben ihn nicht mehr ab. Ja. Das stimmt auch so. Aber es ist trotzdem irgendwie ein schönes Produkt gewesen und es gibt immer noch einen Markt dafür. Und ich finde, dass es einfach auch an der Zeit ist, auch in der Richtung was Ja, mal ein bisschen zu back to the patentieren. roots. Ja, warum mal nicht? Ein Stück weit schon. Also, ne, anstatt irgendwelche Folien jetzt vielleicht, wie da die Frage war, ist eine gute Idee, aber nicht für uns. Wir bleiben bei Patches. Was wir auch noch machen, ihr kennt meinen Onkel Coin, ich suche den gerade hier auf dem Tisch. Weil ich da nur ja, diesen Patch gibt es dann beim SBG, beim Onkel zu kaufen und was wird das Ding kosten? Ich habe es mir noch nicht zu Ende überlegt. Also Ungefähr. irgendwo zwischen 100 und 200 Euro vielleicht. Warte, wir müssen mal schnell mal Whisky Cola. Ja, ich glaube, ich bräuchte mal einen. Nee, Ja, also ich gebe es offen zu. Ich habe heute ein bisschen Sprit getankt. das ist auch besser so. Nee, ich würde sagen, ich trinke noch einen Schluck Wasser so Ja, von meiner Trainingseinheit. sehr spannend, Kollege, sehr spannend. Naja, ich mache Spaß beiseite. Also den Patch wird es zu kaufen geben, aber natürlich auch Yes. bezahlbar, Leute. Der wird sich preislich da orientieren, wo ihr alle meine Patches kennt. Ich Ja. mache da jetzt hier kein Riesending draus. Natürlich will ich von den Sachen irgendwo ein Stück weit leben und mache die jetzt Na zum klar. Geldverdienen. Aber ich gebe mir halt immer große Mühe, dass da Dinge rauskommen, wo jeder sagt, geil. Oder zumindest viele Leute sagen, geil. Ich denke mal, wir werden uns irgendwo zwischen, was weiß ich, 8 und 10 Euro wieder treffen für so Ich ein bin Patch. ja schon gespannt, wie dann der Lederhosen-Patch für den September ausschauen wird. So, ne? Weil das kann ich mir da schon gut vorstellen irgendwie. Bertel, da schauen wir, dass wir was Schönes rausbringen Ja, miteinander. schon, ne? Hätte ich auch gesagt. Also er schreit ja danach. Ja, ich Schreit ja höre danach. Hallo, nimm mich, nimm mich. Liebe Lederhosen. Ja, hörst. Du mit der Lederhosen, du Saugbär, du Kreisliga. Ja, also ihr habt es gehört. Zum einen, es gibt was Neues. Ja, für alle die, die schon alles haben, vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht seinen bestehenden Patch, vielleicht hat man ja schon einen 3D-Patch, aber vielleicht möchte man ja mal eine neue Umsetzung von dem Ganzen. Setzt euch mit dem Onkel in Verbindung. Ich bin mir sicher, er wird auch euren Team-Patch in dieser Version veredeln können, oder? Kann ich mal vorausgehen? Ich denke, also ich weiß es immer erst, wenn ich das Motiv sehe, Ja, aber ist ja klar. Aber grundsätzlich, grundsätzlich hast du gesagt, geht alles. ja, wir haben immer Bock drauf, was zu machen und immer irgendwie nochmal was besser zu machen. Also es gibt eine Menge Teams, die jetzt gerade im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres zu uns gefunden haben, die teilweise auch schon angefangen hatten, sich Patches machen zu lassen, die uns dann genommen haben, um die Arbeit fertig zu machen und die sich alle freuen. Ja, schön. Naja, das ist ja so, du hast irgendwas, du freust dich drüber, aber irgendwann gewöhnst du dich natürlich daran, was ja völlig klar ist. Ist ja nichts Negatives, ist normal. Und dann möchtest du natürlich für dich selber wieder eins draufsetzen. Und das ist jetzt natürlich wieder eine neue Option, sozusagen, sich im Bereich Patch wieder ein bisschen abzuheben von alle. Weil natürlich so ein 3D-Rubber-Patch, klar, wenn es ein geiles Motiv ist, brauchen wir diskutieren. Aber es ist natürlich jetzt nichts Exotisches mehr, formulieren wir es mal so. Das ist richtig. Es kommt halt mal ab und zu vor, und das haben wir jetzt gerade im Bereich Militär.
dass mal eine Kompanie oder gar ein Bataillon auf die Idee kommt und sagt, wir wollen mal wieder Patches haben und der Hersteller, den gibt es nicht mehr. Oder der das organisiert hat seinerzeit, der ist längst nicht mehr in der Einheit. Und dann finden sich dann natürlich Internetanbieter von solchen Patches. Und wenn es uns trifft, dann sind wir in der Lage, natürlich den Patch, wenn wir ein Muster bekommen, Ja, den dann auch so nachzubauen. entsprechend wieder nachzubauen. Und dann haben wir halt dann die Möglichkeit, vielleicht sogar nochmal zu sagen, und wisst ihr was, wie wäre es denn, wenn wir jetzt vielleicht an der oder jeder Stelle das Design noch ein bisschen verschönern oder verändern? Und siehe da, So entsteht. i-Tüpfelchen. Ja, und dann haben wir eine neue Interpretation und dann gibt es auf einmal schon wieder eine Nachbestellung, weil es das heißt, der ist ja noch schöner als der alte war. Das gab es auch schon, Habe ich die ja. nächsten Fragen aus dem Chat? Onkel, kannst du Patchmatten mitbringen zum SBG? Na sicher. Sicher kann er das. Und die nächste Frage: Macht der Onkel auch dreiteilige große Patche für den Rücken, so wie bei den Bikers? Wir Bikers? können mit diesen Gussformen können wir mehrteilige Patches machen. Also diese Gussform können wir auf 30 cm und auf etwa 15 cm abschneiden und Also in der können Größe geht. es ist nur bei, also ich sage mal, die Bikers, also in der Biker-Szene hatten wir schon Anfragen, wo wir was machen konnten. Wir haben in den seltensten Fällen dann den Auftrag bekommen, weil einfach das Motiv, das die haben wollten, aus einem Ding groß war, halt wirklich groß für den Rücken. Und das hat das Motiv nicht hergegeben, dass man das in drei Teilen mehr oder weniger dann aufgeklebt oder aufgeklebt hat. Was wir versuchen, ist eben mit dieser Art von Patch, wo wir das Leder ja im Prinzip Ja, abschneiden mit können. dem wollte ich gerade sagen, da wird es eigentlich auch super gut gehen. Das könnte man ausprobieren. Ich bin bereit, mit einem ersten Kunden, der mir hier sozusagen mal eine Auftragsarbeit zur Verfügung stellt, einen Pilot zu machen für einen schmalen Euro, Na, damit wir selber Leute, mal habt ihr so gehört, also für die Biker unter euch, wer in dem neuen Design mal einen Piloten starten möchte, ab zum Onkel. Liebe Franzi, selbstverständlich, also die Crew wird beim SBG 26 natürlich in Dirndl und Lederhosen antraben, das ist doch klar. Ja? Also das ist Junge. aber das Mindeste. Übrigens sogar Lars Jerzig hat sich Lederhosen angekündigt. Ich bin zwar ein bisschen schockiert, also beim Butch finde ich es jetzt nicht tragisch, ja, da kann ich mir das gut vorstellen, aber beim Lars mit Lederhosen, puh, naja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, also der Onkel wahrscheinlich auch. Wir machen dann, glaube ich, das SBG 26 machen wir dann wirklich so ein Gruppenfoto. Ne? Alle Aussteller, Crew, bla bla bluff, alle in Lederhosen. Ich glaube, das glaube ich, wird schon echt abartig. Ich Muss hab, ich mir jetzt noch eine besorgen? Ich habe noch ja, gar keine. irgendwas musst du besorgen. Ich habe übrigens sogar den Hau den Lukas habe ich bestellt. Oh, cool. Ja, also für vor der Bühne und so. Wir machen dann also Sachen wie so Nageln und Holzscheite schneiden und so. Und es wird in-game. Also, das muss man sich vorstellen, es wird die Teams müssen in-game eine Brauerei errichten und müssen in-game Bier brauen. Also, sprich, die müssen sich die Zutaten erobern beim Gegner, etc. Das Wasser, bla bla, müssen in der Brauerei verteidigen. Also, weil einer sagt, ja, so Oktoberfest-Gaudi und so, hat er eigentlich keinen Bock drauf. Leute, es wird ein richtig cooles Paintball-Game. Ja? Nicht einfach bloß ein stumpfer Oktoberfest-Scheiß, sondern es wird das, meiner Meinung nach, das coolste Paintball-Game, das man seit ewig sein macht. Ja, nur so als Tipp. Sehr So, cool. lieber Onkel, wir kommen langsam Richtung Ende des ganzen Livestreams. Jetzt habe ich mir natürlich die noch ein paar interessante Fragen zum Schluss aufgehoben. Da haben wir heute Nachmittag einmal schon ganz, ganz kurz, hast mir noch einen kleinen Einblick gewährt. Vielleicht, ja, wenn wir schon jemanden dran haben, ja, der so, so mal. Ja, eigentlich fast die ganze Welt mit Patche beliefert. Hau doch mal raus. Was waren denn so deine persönlichen absoluten Highlights, die du beliefert hast? Also was du sagen darfst, natürlich, um Gottes Willen. Ja, und wo du sagst, ja, das war für dich persönlich so also ein Meilenstein in deinem, ja, in deinem Leben. Also Beruflich. in meinem Patch-Leben muss ich sagen, hatte ich gerade in der Anfangszeit natürlich enormes Glück, dass ich eben zum Beispiel den Tim Barnett von Shoreline kennenlernen durfte und darüber, dass ich mit Tippmann eben relativ gut klarkam, hatte ich die Möglichkeit für das ein oder andere Event auch gleich mal Patches zu machen in gewissen Stückzahlen. Das hat mir als Gründer sozusagen damals den Weg ein bisschen geebnet und das war für mich ein kleiner erster Meilenstein auf dem Weg. Dann hat es mir wahnsinnig viel Freude gemacht,
dass ich mit dem Corona-Patch, den ich letztes Jahr veröffentlicht habe, für unser ortsansässiges, klingt blöd, ortsansässiges, für unser örtliches Krankenhaus, genauer gesagt für die Corona-involvierten Abteilungen, einen Betrag von 1.000 Euro erlösen konnte an Das ist Spenden. schon eine Hausnummer, ne? Für Pet nur mit Patche, das muss man mal Mit dazu einem, mit sagen. Ja, einer, mit mit einem einem Patch. einzigen Stil, also mit einer Ja. Sorte Patches, ja. Das war der grüne Go-Virus. Ja, genau. Und das war für mich ein Meilenstein letztes Jahr, weil ich das halt dann auch dem Personal und der Klinikleitung persönlich überreichen durfte. Und das war emotional. Konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich da so angegriffen bin in dem Moment. Also Aber du das, als Person quasi. ja, das hat mich so glücklich gemacht, dass ich denen da eine Freude machen durfte. Und ich habe halt auch sichergestellt, dass das nicht irgendwo versickert, sondern dass wirklich die Personen, die sich da hinstellen und die Menschen versorgen, die durch Corona erkrankt sind oder an Corona erkrankt sind, dass diese Menschen, die ja auch teilweise wirklich Leib und Leben aufs Spiel setzen, dass die da mal was davon haben. Also von mir aus, ich hatte Glück bisher, ich habe kein Corona bekommen bisher, habe jetzt meine erste AstraZeneca-Impfung vor Ich 2 Wochen habe auch bekommen. Astra übrigens. Ja, Ja, genau. also meine Frau hat zu mir, ich habe zu meiner Frau gesagt, also nach der Impfung in der Nacht, ja, also wenn irgendwas ist oder so, ich grün werde oder so, sie soll einen Holzpflock nehmen und mir den ins Herz rammen. Es ist aber zum Glück nichts passiert. Ja, also. Ach so, das hat sie nicht gemacht. Also ich dachte. Ja, sonst würde sie nicht mehr da sitzen. Vielleicht hätte sie es als Ausrede genommen, aber ehrlich gesagt, bei uns muss ich sagen, da ist die Liebe noch frisch. Ja, das passt alles und deswegen habe ich jetzt nicht so viel Angst gehabt, ne, dass man jetzt den Pflock da reinrammt. Großartig, das gönne ich dir. Ja, aber ich überlege gerade, was mir da noch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Während du Beispielsweise. überlegst, möchte ich noch schnell präsentieren. Übrigens, der Onkel, ja, wenn ihr mal schaut, warte, ich muss das Ding auspacken, das sieht man nämlich gar nicht. Auch der SPG-Patch, meine Freunde. Ja, dieser hier. Ja, man sieht ihn nicht so toll, aber ihr kennt es ja alle. Da, jetzt halt. Auch der ist selbstverständlich vom Onkel. Ja. Nur mal so am Rande erwähnen. Ja, da. Weitermachen, Kollege, weitermachen. Jawohl, dann mache ich schnell weiter. Ja, Also na klar. spannende Kunden hatten wir zum Beispiel in diversen Star Wars Fanclubs, Okay. die also mit teilweise wirklich unfassbar geilen Designs zu uns gekommen sind und denen wir in den letzten Jahren wunderschöne Patches gemacht haben. Dann habe ich natürlich neben der Bundeswehr und dem österreichischen Bundesheer und verschiedenen anderen Gruppen habe ich gewisse Unterabteilungen der NATO, die uns da auch vorher noch auf den Topf gesetzt haben, uns geprüft haben, da musst du gewisse Auflagen erfüllen und so weiter und so weiter. Dann habe ich aus New York das NYPD, die Abteilung Ey, Drogenfahndung, cool. Border Patrol von Texas, Mexiko. Echt wahr? Ja, Hammer. Und dann beispielsweise, was wahnsinnig auch spannend war für uns und für mich auch emotional. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, The Lone Survivor. Da geht es um diese Navy Ich SEAL-Truppe, habe den die natürlich untertaucht. gesehen. Ja, ich glaube, jeder von uns Zuschauern, Jeder. von meinen Zuschauern hat den gesehen. Ja, das war im Sommer 2005 ist da diese Navy SEAL-Truppe in Afghanistan ja verheizt worden im Kampf. Und da gab es einen, der Marcus, wie heißt der, Natrell oder so ähnlich, der Ja, das einzige, der ist überlebt hat, ne? der es überlebt hat und der hat darüber ja in Talkshows berichtet. Dadurch wurde ja eigentlich so richtig auch der Film bekannt und überhaupt das ganze Thema nochmal bekannt. Und was mich total umgehauen hat, war, da gab es einen der beiden, der Markus war der eine Sniper und da gab es noch den Matthew Axelson, das war der zweite Der Sniper, Ex, genau, ja. der Ex. Und dessen Bruder hat in Amerika die Matthew Axelson Stiftung ins Leben gerufen und kann man auch in Facebook finden. Und die haben sich an mich gewandt vor einigen Jahren und haben sich ihre Patches für die Stiftung machen lassen von Patchwork. Hast du mal gefragt, wie die auf dich kommen sind? Nein. Nein. Ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Ja. Ja, das ist einfach nur mega. Ja. Ich war wirklich vollkommen von den Socken. Danach gab es einige Navy SEAL Teams, die zu uns gekommen sind, dann sogenannte ODA Teams. Also, das geht ja,
Es gibt ja ganz verschiedene Ja, Ranger und Oder-Teams und so weiter. Also sehr, sehr spannende Gruppen, wie gesagt, von denen ich teilweise auch nichts veröffentliche und nichts naja, ist ja zeige. klar, du. Da habe ich gewisse Auflagen. Dann natürlich, wie gesagt, viele Kampfpiloten. Es gab jetzt bei der Bundeswehr gibt es das HSG 64. Das ist ein Geschwader, das die taktische Unterstützung der Spezialkräfte des Heeres eben gewährleistet. Die haben ihre Patches seit Jahren von uns in verschiedenen Ausführungen nachleuchtend und so weiter. Wer die KISOM kennt, das Ja. Journal, da waren wir auch schon abgebildet mit dem Patch. Ich wollte gerade sagen, du hast mir, glaube ich, sogar ein Bild von geschickt, ne? Ja, richtig. Ja, also wirklich. Also, das ist natürlich dann schon die Königsdisziplin. Ja, das macht uns auch Da stolz. Das macht uns auch stolz. recht, weil darüber kommt dann nicht mehr viel. Nee, also müsste ich jetzt, wer Nee. noch? Also, wir haben jetzt aus jüngster Vergangenheit haben wir natürlich sehr interessante Kunden, beispielsweise unsere Bundeshauptstadt in Hessen lässt sich für das große Impfzentrum die Patches machen von uns. Feuerwehren aus der ganzen Welt. Wir haben von allen Rettungsdienste, ne? Rettungsdienste. Also ich habe es mal geografisch versucht zu ordnen. Also wirklich von Alaska bis Südafrika ist alles dabei. Wollte jetzt gerade sagen, könntest du aus dem Bauch raus sagen, welches Land, das du beliefert hast, am weitesten weg war oder das exotischste Land vielleicht? Weiß ich nicht. Ja, wirklich. Also es war neben eben Alaska und Südafrika, was mir jetzt natürlich jetzt auch noch eingefallen ist, weiß ich noch, da gab es einen, ich kriege diese Insel nicht mehr hin. Das war irgend so ein Inselstaat Okay. die, für ihr Militär dort. Also es war nicht Bali. Okay. Ja, Bali war jetzt Indonesien, das war jetzt, glaube ich, nicht so exotisch, aber. Ja, vor allen Dingen, weil da ja auch die Post abgeht. Nee, aber es war, wo ich gedacht habe, das ist kurz vor Takatuka-Land, ja, so klein und so unbekannt und so lustig, vor allem das Wappen mit irgendeinem Fisch in Okay. Regenbogenfarben, aber In fürs Militär. Regenbogenfarben vor allem, finde ich irgendwie ein bisschen schräg. Da haben wir gedacht, wie schauen dann die Uniformen erst aus? Also, wir haben ja auch viel Spaß. Wir haben, Fischtarn. es ist ja, es ist wirklich lustig. Also, wie gesagt, neben Fanclubs und Paintball-Teams und Airsoft und Militär und Polizei und Feuerwehr, ich wüsste gar nicht, ja, klar, gibt es natürlich auch zum Beispiel jetzt auch den einen oder anderen Influencer, gerade aus dem Bereich Hidden Places, Lost Places, also so ein bisschen Urban Explorer und so weiter. Leute, die eine Weltumsegelung oder eine Weltumfahrung planen. Ist eigentlich verrückt, gell, wer alles für Patches brauchen kann. Weil ich habe auch aus dem Chat einen Beitrag, ja, ist die Paintball-Community wieder ein kleiner Fisch, was Patches angeht. Ein kleiner Fisch würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einfach ganz, 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 ganz viele Bereiche, Gott sei wo Dank, man denn Patches wie gesagt, benutzt. ja, denn wie gesagt, Vom das Paintball könntest du allein, glaube ich, nicht leben, ne? Also das nein, das definitiv wäre nicht. nicht möglich. Aber Paintball ist da, wie ihr ja alle gehört habt, für mich ja irgendwo ein Stück weit auch ein Teil meiner Persönlichkeit, mein Teil meines Lebens habe ich ja auch mit sehr viel Freude und Spaß als Aktiver verbracht. Und jetzt bin ich immer noch gern dabei, habe wahnsinnig viele Freunde und Bekannte Ja, aus diesen Jahren, die ich immer bist du wieder da gern. einfach eine super coole Socke, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Naja, ist ja so, ne? Also, Hören Sie auf. naja, was soll man da, also, ne? Es gibt ja viel so Urgesteine, die noch da sind, ne? Und du hast dich da nie irgendwie rausbringen lassen, hast immer so dein Ding gemacht, warst da immer zu alle fair. Ich weiß niemanden irgendwie, der da irgendwie Beef hat oder so, das ist auch ganz selten, ne? Wenn du so lange am Markt bist und so. Es ist schon erstaunlich, ne? Was aus so einer Idee heraus, sich selbstständig zu machen, weil man irgendwie für Tippen im Paintball sagt, jetzt mal ganz. Ja, Ja, und wie ne? Dass du dort quasi sozusagen zum Marktführer halt, was Patche anbelangt, halt avancierst, das ist schon. also es ist nett, dass du Ja. mich adelst als Marktführer. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Es gibt mit Sicherheit einige auch wirklich gute Gottes Anbieter. Willen, das meine ich nicht, aber jetzt einmal im Paintball-Bereich bist du mit Ja, Sicherheit der ich denke, da bin ich Bekannteste. relativ lange schon bekannt und hab unzählige Teams schon gehabt und Gott sei Dank kommen ja auch jedes Jahr neue Teams hinzu. Was Ja. ich nicht mehr mache, ist auf Facebook da viel trommeln in diesen unterschiedlichen Gruppen, weil es sich eben erwiesen hat, dass das ab und zu sehr, sehr unerwünschten Nebeneffekten führt.
und wahnsinnig zeitintensiv ist. Ich habe meine eigene Facebook-Seite mit fast 20.000 Leuten, die sich da irgendwann mal mit einem Like verewigt haben. Ob das immer jeder sieht oder Instagram, ich will jetzt Ja, demnächst. also das ist natürlich das Problem, aber dazu kannst du nichts dafür. Das ist halt so typisch Facebook, ne? Die Facebook-Seiten, es wird ja praktisch nicht mehr ausgespielt. Aber es ist trotzdem so, dass einfach das Bewährte, das meiste ist sowieso Mundpropaganda. Und das, glaube ich, kann man doch nichts toppen. Ja, vor allen Dingen will ich die Leute nicht wöchentlich in diesen ganzen Gruppen mit Patchbildern zuballern und mit Werbung Es reicht zulabern. ja, wenn ich die Leute alle zulabert und Du mit machst Werbung es, das bist du zugleist. besser. Da bist du, das Feld überlasse ich dir. Vor allem, wie gesagt, ich will die Leute nicht nerven und langweilen mit immer demselben Stuss. Also da, wer mich kennt und wer weiß, wo es Patches gibt, der findet uns. Und so eine Gelegenheit mal, leider sehe ich niemanden, wie gesagt, außer meine Frau, die gerade in der Tür steht und mir signalisiert, dass das Essen fertig ist. Ja, wir haben ja gleich fertig. Ich habe noch eine, weil es gerade reinkommt, eine Zuschauerfrage, die noch. Vielleicht ganz kurz und knapp, erzähl doch mal die Geschichte vom EBG und deiner Autotür. Ach, das weiß ich, wer das ist. Okay. Das Der weiß ich, wer das ist. Gizmo Shoshi. Ich Naja. kenne ihn nicht. Naja. Lassen wir es so stehen oder reden wir Nee, drüber? das erzähle ich, weil es lustig ist. Und wie gesagt, man muss auch über sich selber lachen können. Jetzt kommt was. Ich muss über mich selber lachen können, nicht du. Aber Ich ich. darf ja auch lachen, oder? Also. Ich habe es ja noch gar nicht erzählt. Ja, aber ich bin jetzt schon amüsiert. Okay, also, dann mache ich das richtig, damit das Ganze auch spektakulär ist. So. Ja, Also, jetzt. es war das EBG vor etwa, der Kollege, der da jetzt fragt, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber der weiß es wahrscheinlich aufs Jahr genau. Ich kann mich erinnern, es war vor circa 3 oder 4 Jahren auf dem EBG, morgens um 3 Uhr, ich habe im Auto geschlafen und musste raus zum Bingeln. Und wie es halt so ist, man ist ja dann, wenn es draußen relativ warm ist, tagsüber, man geht in den Schlafsack, da ziehst du halt die meisten Klamotten aus. Ich stand da also quasi in der Unterbuchse und im T-Shirt, barfuß, und oder in Crocs und bin da, wollte da ein paar Meter ins Gebüsch und mal kurz pinkeln gehen. Und ich denk noch sehr bewusst darüber nach, dass mir bloß nicht die Autotür zufällt, weil ich in dem Moment im Dunkeln völlig verpennt gar nicht wusste, wo mein Autoschlüssel ist. Ich wollte Yes. also ganz bewusst die Autotür auflassen. Und trotzdem fiel sie mir leise ins Schloss. Das heißt, du stehst da draußen in der Unterhose, guckst zurück, siehst, wie langsam das Licht dimmt in deinem Auto, erkennst da hinten noch irgendwo am Armaturenbrett deinen Schlüssel und du weißt, du bist in dieser Nacht so ziemlich der dümmste Idiot auf dem ganzen Platz. Du bist quasi im Arsch. Ja, you're pretty fucked. Ich hatte Ja. überhaupt keine. Ich stand da und dachte mir nur, holy fuck. So, jetzt, das war ja schon blöd genug. Vor allen Dingen diese Tür, die ist ja nicht mit einem lauten Krabums ins Schloss gefallen, sondern die ist nur so leise, so klick. Das heißt, die war nur so halb zu. Aber sie war halt auch nicht mehr offen. Das heißt, du konntest sie höchstens noch richtig rein. Es war halt ausreichend. Genau, so, jetzt habe ich gedacht, machst du sie ganz zu, weil wenn du es nicht tust, dann ist doch der Batteriestrom leer in ein paar Stunden, dann hast du noch ein größeres Problem. Lange Rede, kurzer Sinn, während ich da noch so drüber nachdenke und das Pickel war schon gar nicht mehr zu denken, kommt einer vom Wach- und Sicherheitspersonal, die hatten da ja immer nachts so ein paar Leute, die da rumliefen, und dann kommt einer an und hält mir so, wie jetzt hier mich die Lampe anleuchtet, hält er mir so seine Magnum, was weiß ich, Hightech da ins Gesicht. Obwohl, das sind ja die Stiefel weggenommen. Also hält er mir seine Lampe ins Gesicht und fragt mich, was ich bitte schön vor dem Auto suche. Also, ja, das frage ich mich ja auch, ehrlich gesagt. Es ist meins und ich müsste eigentlich drin liegen. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sage ich bin ADAC-Mitglied. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht könnte ich einen ADAC anrufen. Können Sie mir mal Ihr Handy leihen? Da war der auch erstmal ein bisschen baff, aber hat mir dann sein Handy gegeben und ich habe ADAC angerufen und der Typ beim ADAC, es war nachts um 3, der hat zu mir ernsthaft gesagt, Sie glauben doch jetzt nicht im Ernst, dass ich nachts um 3 irgendeinen ADAC-Vertragspartner im Dunkeln in den Wald von Malwinkel schicke, weil da angeblich einer in der Unterhose vor seinem Auto steht. Die Geschichte ist ja Wahnsinn. Irre. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, irgendwo kann ich den Typ ja auch verstehen. Es klingt echt zu beknackt. Das klingt so scheiße, dass du das schon gar nicht ausdenken kannst. ja,
Absolut. Also, was habe ich gemacht? Mein guter Freund Slaggy, der war auch mit in der Nacht. Der kann doch Autos aufbringen, das Lucky, hallo? Habe ich mir auch gedacht, ja. Wenn es einer kann, dann kann es der Ich wollte Slaggy. gerade sagen, wenn einer kann, kannst du das Lucky. Slati, nicht Lucky, sag ich mal. Na, Slaggy Slaggy, okay. Slaggy, natürlich. Auf jeden Fall habe ich den also geweckt und dann da war früher noch so ein kleines Sackerfeld hinten raus und da haben wir auf dem Feld im Dunkeln haben wir nach einem Draht gesucht, weil wir gedacht haben, wir bringen das irgendwie aufgebogen, das Auto. Aber das haben wir erst in der Früh gemacht. In der Zwischenzeit war es noch nachts und es war kalt. Und da kam besagter Mensch, der mich da jetzt hier gerade so schön drauf angesprochen hat, kam irgendwie auch. Es wurde laut auf dem Zeltplatz, weil ich habe den geweckt und der hat den geweckt und jeder hat jeden gefragt und alle sahen mich da rumstehen und haben sich kaputt gelacht und er war der Einzige, der mir seinen Ersatzschlafsack angeboten hat und sein Feldbett, weil er hatte irgendwas, eine bessere Unterkunft oder einen besseren Schlafsack noch dabei. Also ich konnte dann zumindest halbwegs, Die Nacht war gerettet irgendwie. ja, also ich bin dann erfroren in der Nacht, von Schlaf war jetzt nicht mehr viel, aber Naja. immerhin. Und am nächsten Morgen haben Sluggy und ich, oder besser gesagt, das Sluggy hauptsächlich die Karre aufgemacht. Und dann, als der ADAC mit mir Tage später nochmal einen Rückruf gemacht hat, so nach dem Motto, wie waren Sie zufrieden mit unserer Serviceleistung? Hast du gekündigt? Ach, naja, da habe ich halt den Fall geschildert. Und dann wollte derjenige, der dann dran war, denjenigen, der mich damals abgewiesen hat, in hohem Bogen rausschweißen. Weil das kann man doch nicht machen, da muss man sich doch verlassen können, dass der ADAC zu jeder Uhrzeit und Ja. überall hinfährt und so weiter. Ja, habe ich auch gedacht. Aber wie gesagt, Freunde, das war mir eine Lehre. Seitdem schlafe ich nicht mehr im Auto. Ja, und das passiert da kein zweites Mal. Also ich Das muss stimmt. sagen, zum Abschluss nochmal richtig, richtig Bomben, interessante Geschichte vom Onkel aus dem Real Life bei Paintball-Events. Ihr seht, bei uns, da kommt jeder auf seine Kosten und ihr erfahrt bei uns immer Sachen, die. So, ja, die man wirklich, die man sich so cool gar nicht ausdenken kann. Ich möchte mich bei meinem heutigen Gast herzlich bedanken. Ich freue mich aufs SPG in 4 Wochen. Du machst ja auch für die GU, für die einzelnen Fraktionen, Patche etc. Und zwar, Ja, genau, Name halt auch, habe oder? ich, Ja. jetzt habe ich mir das extra aufgeschrieben, jetzt muss ich es nur noch finden ohne Brille, nämlich für die, Banane, sonst was und. genau, die Palmendiebe, die Coconuts, die Bananen, Brainstorm und die Killerbongos. Die Also haben den sich Namen mir. haben schon mal Programm. Übrigens haben sie das meine Generäle selber ausgedacht, ja, weil auf so kranke Namen war ich gar nicht gekommen. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch an dich, dass du mit Erna praktisch da durchziehst. Dadurch natürlich auch mein Event unterstützt und ich hoffe, dass wir dich hier weiterhin immer bei uns als Unterstützer begrüßen dürfen. Oh ja. Danke, dass du dir die Zeit nochmal hast. Wer heute jetzt keine Zeit gehabt hat, sich den Stream anzuschauen, wir werden den selbstverständlich nächste Woche wieder bei YouTube online stellen und auch bei Facebook etc. verlinken, sodass ihr im Nachgang das Ganze natürlich euch gerne nochmal reinziehen könnt, wenn ihr das möchtet. Da Ja? gucke ich den Quatsch auch mal an, ja. Ja, man muss sich das im Nachgang erst einmal anschauen. So. Dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir einen wunderschönen Abend, einen guten Appetit, deine Frau hat das Essen fertig. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder am Mittwochabend um 19 Uhr zum nächsten Stream. Was ich mal für den Stream einfallen habe lassen und was es da Neues gibt, das erfahrt ihr dann in Kürze. Ich möchte es immer vorher nicht verraten, weil sonst ist das Ganze so ein bisschen, naja, muss immer ein bisschen spannend bleiben. Einen wunderschönen Abend, lieber Onkel. Ich bedanke mich sehr, dass du mich, wie heißt es so schön auf Englisch, thank you for having me. Schön, dass ich dabei war. Schön, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessiert haben, was ich so ein bisschen zu erzählen hatte. Ich freue mich, wenn ich möglichst jeden wiedersehen kann in ein paar Wochen dann bei dir auf dem Feld. Und das wird mit Sicherheit mega geil. Ich habe schon so Ich Bock drauf. Ich kann es glaube gar auch. nicht. Also wir bauen dran wie blöd. Es wird mit Sicherheit ein absolutes Highlight. Lieber Chat, euch auch einen schönen Abend. Tut mir leid, dass ich heute vielleicht die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Follower oder so übersehen habe, aber es war das Gespräch einfach entsprechend interessant und dann finde ich es auch teilweise ein bisschen unhöflich, wenn man dann den Gesprächspartner da unterbricht für jede Frage, die da reinkommt. Ja, schön, dass ihr da wart und euch allen einen wunderschönen Abend, lieber Chat, lieber Onkel. Wir sind raus. Bis dann und tschüss. Und tschüss.